Jo, was geht? Was geht, was geht, was geht? So, ich hab sofort nachgeguckt, das erste, was ich gemacht habe. Rechner neu gestartet, Ping war wieder bei 6. So, ich weiß nicht, was es war, aber meine Intuition war wirklich direkt, okay, Rechner neu starten, Internet funktioniert, also die Verbindung ist halt wieder besser. Wie gesagt, irgendwas war dran. Es ist total weird. Naja, lass mich nochmal kurz das Ganze auch im Discord kurz posten, dass wir jetzt auf Neon White umsteigen. So. Aha. Neon White. Ich bin's, Leon White. So. Dann lass mich nochmal das gerade hier nach dort schieben. Warte mal, das sollte eigentlich jetzt funktionieren, dann hoffentlich, ne? Ja, ihr solltet eigentlich. Ja, ne? Sieht doch ganz gut aus, oder? Neon White the Goat. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt gerade eben noch ein paar Freundesanfragen angenommen. Alter, die Musik in dem Spiel ist auch genau das Richtige. Ich habe jetzt noch ein paar Freundesfragen angenommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie weit ich auf den jeweiligen Leveln zurückgesetzt werde. Also wie das aussieht, kann ich momentan noch nicht die Level wieder auswählen. Ich nehme mal an, das gilt jetzt eben für dieses erste Chapter, in dem ich noch bin, dass ich erstmal die ganzen Level durchmachen muss. Weil ich hatte keine Möglichkeit. Das hatte mich gestern ein bisschen geärgert, dass ich aus Versehen auf Next Level geklickt hatte, bevor ich den ersten Rang auf der Freundesliste hatte. Und wollte dann wieder zurückgehen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit dem Level dann gerade hier weitermachen. Das ist noch ganz am Anfang, ne? Das ist noch ganz am Anfang. Ihr braucht euch jetzt nicht wegen Spoiler oder sonst was Sorgen machen. Yo, Knöbel, moin! Ah, Tomatentoaster ist auch jetzt hier, Narcissist. Welcome back, auch Krepper und Klasper. Das war als 13 Wächter Aegis Felge gelistet. Ich hab schon, das war glaube ich dieses Ratchet Deadlocked. Das war irgendwie auch so Ratsche, irgendwie tot, keine Ahnung was. Das sind so seltsame Google Translate-Dinger, die du vorgeworfen bekommst. So, ich glaube, den, wie gesagt, den habe ich noch gar nicht gemacht. Also, das hatte ich, glaube ich, so schon selber rausgefunden. Let's fucking go. Movement in dem Spiel auf jeden Fall fantastisch. Also alleine wie du die Air Control, die du hast, wie frei du dich tatsächlich bewegen kannst, ist so fantastisch. Yeah, baby! Die Okay, Musik, dieses, let's keep it going. dieses, das ist, glaube ich, also das muss absichtlich an No More Heroes angelegt sein, habe ich das Gefühl. Und ich mag diesen Aufbau, dass du beim ersten Mal kriegst du, hast du eben noch, hast du noch gar nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, okay, 19 Sekunden, 19 Sekunden, okay, alles klar. Ich meine, das ist ja noch auf dem. Das sollte gehen, in 21,50, wenn das die höchste Bewertung ist. Ich finde das ganz geil. Das heißt, beim ersten Mal machst du einfach dir gar keine Gedanken. Oh, Honey, vielen Dank für den Follow. Du machst dir beim ersten Mal gar keine Gedanken und dann kriegst du im nächsten Zug freigeschaltet, hey, hier, das sind die Silber-, Gold- und Platin-Rankings. Das Collectible wird freigeschaltet, was du auch separat in dem Level nur findest. Das finde ich auch gut, dass wenn du das Collectible findest, dann wird der Level beendet. Weil das Spiel genau weiß, wenn du das Collectible suchst, dann wirst du keinen neuen Rang schaffen. Ne, dann wirst du deine Zeit nicht verbessern. Das heißt, der einzige Grund, das Collectible zu suchen, ist zum Collectible zu gehen. Und dann wäre es tedious, den Level nochmal weiterzuspielen und zu beenden. Also sagt das Spiel, okay, dann machen wir es halt für dich aus. Wenn du auf der dritten Stufe bist, dann kriegst du auch so Hinweise gezeigt, die dir meistens so eine optimale Route dann, nicht optimal, aber auf jeden Fall eine bessere Route zeigen. Und das kann man aber auch ausstellen. So, wenn du halt deinen Ghost nicht sehen willst, wenn du diese Hinweise nicht sehen willst, dann kannst du das eben auch problemlos ausschalten. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob es da ein bisschen besser noch gehen wird. Ich wollte gerade sagen, Von dem normalen Weg aus sah das eigentlich schon sehr optimiert aus. Die Frage ist halt, ob ich hier. Nee, kann ich nicht.
Kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Das ist also die Frage, weil du musst eben alle. Du musst eben alle Dämonen töten. Ich muss aber die nicht so zum Platzen bringen. Das heißt, wenn ich einen alternativen Weg irgendwie finde, an denen vorbeizukommen. Oh Gott. Aber das war's immer noch nicht. Da muss noch irgendein anderer Trick geben. Another one down. Da muss es noch irgendeinen anderen Trick geben. Du hättest nach dem Gift eh nicht mehr die passenden Karten, um das Ziel zu erreichen. Ich meine, aber selbst dann könntest du ja theoretisch mit F einfach den Level neu starten. Warte mal, wo ist denn das? Ich versuche erstmal das Gift zu holen hier. Ah, okay, alles klar, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Man sieht meistens einfach schon an den Punkten, wo die Hinweise sind. Ah, okay, alles klar, da ist das Ding. Du siehst meistens schon bei den Hinweisen. So, du musst nicht mal durchgehen, dann erahnst du schon, okay, das sind die Strecken, die du gehen kannst. Oh mein Gott. Ich bin wirklich mal gespannt, mir die Speedruns davon anzusehen. Einfach nur, um zu gucken, was Leute daraus irgendwie machen. Also, was noch andere Wege sind. Oder beziehungsweise, was halt noch irgendwelche Techniken sein können. Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube, wenn es hier so irgendwas in der Form von Bunny Hopping gibt, dann bin ich, glaube ich, raus. Ah, ich muss wahrscheinlich... Okay, ich muss dann nicht... I see, alles klar. Das ist dann der Punkt, wo ich normalerweise jetzt an meine Grenzen komme. Ist halt gleichzeitig das Movement und das Schießen. Aber... Nein! Nein! Ich wollte es zu eng nehmen. Ich wollte es zu... Ach, scheiße. Das ist halt schon der Punkt, wo ich dann versuche irgendwie zu gucken, wie kannst du es am optimiertesten machen. So. Nee, da darf ich nicht. Weil ich weiß zum Beispiel nicht, gibt es eine Möglichkeit, dass du schneller fallen kannst? Weil wenn ich, glaube ich, schneller fallen könnte, dann würde das schon viel lösen. Einfach weil du... Ja, scheiße. Weil du dich auf dem Wasser schneller bewegen kannst. Also auf dem Wasser hast du automatisch einen Dash. Und es gibt auch direkt im ersten Level so diesen... Also du musst halt rüberspringen, um da... Ah, fuck. Um über so eine Brüstung zu kommen. Und dann fällst du halt Ewigkeiten. Und das Fallen ist halt super, super langsam. Und ich dachte mir so, es gibt doch wahrscheinlich irgendwie einen Weg. Habe ich den eigentlich getötet? It's designed the best. Das ist Platin, aber es ist nicht besser als ihr beiden, ne? Oh. Sehe ich es richtig, dass kein Timer, keine Zeit da ist, bis du durch bist? Nee, doch. Aber du, oder? Doch, ne? Eigentlich schon. Ne? Platz 3. Wie anderthalb Sekunden? Anderthalb? Was? Da habe ich das Gefühl, irgendwas zu übersehen, weil ich einfach durch die Optimierung der Route, die ich gemacht habe. Einfach nur so hier durch. Ich habe einfach das Gefühl, dass es irgendwas geben müsste, mit dem du mehr Momentum behalten könntest. War es das? Ah, in your fucking face! Weißt du, und dann guckst du dir und dann gehst du auf global drauf und denkst du, alles klar, das war schon ziemlich optimiert. Also so viel besser können die Leute gar nicht sein. Okay, das ist definitiv irgendein Cheat. Aber... So, how? So ist 13 Sekunden auch schon gecheatet? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie du das da mehr rausholen kannst? Ich weiß es halt nicht.
Ich weiß es halt nicht. Let's go! Ja, das wird garantiert bei Awesome Games sein. Is that the alt girl I saw from earlier? Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, Autoplay einzustellen in den Cutscenes? Weil du hast halt Forward, aber ich hätte gerne, dadurch, dass die ganzen Sachen eh vertont sind, hätte ich eigentlich gerne eine Möglichkeit, dass das Ganze so eine Autoplay zu machen, wie das halt auch in den vertonten Cutscenes von Sachen wie Danganronpa oder so machen kannst. Ich weiß nicht, auf A. Mind letting go on my shirt? Nicht auf A. Auf P für Autoplay. Nein. Das Charakterdesign ist aber auch hervorragend. Ja, ich würde halt mal gerne die Glitches sehen. Definitiv meine Art von Charakterdesign. Dieses Spiel. Looks like I lost it. You'd protect me if it came back, though, right? Sorry, I got a boat to catch. You're on your own. You know how I feel about being called Kid White. I actually don't remember. Amnesia? Side effect of dying, it seems. Vor allem, weil ich dann teilweise anfange, die Sachen zu skippen, weil ich so den Text schneller lese als die Leute. Und dann, ich meine, das will ich jetzt im Stream nicht machen. Ich habe es gerade eben schon gemerkt, dass es passiert ist. You're not alone. I've lost some memories too. Ich war so, das ein Wort, aber das, was sie zuerst gesagt hat, war halt nur das Stöhnen. Und ich war so, ah, okay, Wort wurde gesagt, kann weitergehen. I can't even remember how to use a gun, which makes this whole situation extra scary. Ich finde das Charakterdesign ernsthaft ein bisschen gruselig. Ja? Ich finde, die Masken vielleicht oder so. Aber die Gesichter von den Leuten sehen eigentlich super freundlich aus auch. Won't you at least show me how? Please, please, please. So, ich finde es bei ihr zum Beispiel besser, wenn sie ehrlich gesagt noch ein bisschen, wenn sie halt angepisster. Weißt du, was das Charakterdesign braucht, ist so der Blick von Raven von Teen Titans. Das braucht es. I don't know. I should probably die Musik get ist going. So geil. You wouldn't really abandon a cute girl like me, would you? I know you don't remember, but you were once a great teacher. Vor allem, ist das nicht auch hauptsächlich von einem Typen gemacht? Irgendwie? Oder zumindest das Team eben auch sehr, 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 sehr klein. Mr. White. Aber es fühlt sich beim Spielen so dass die Air Control in diesem Titel. Holy shit. I was? Well, okay, fine. I can spare a second, I guess. Deswegen weiß ich halt nicht, ob es da noch halt irgendwelches, ob da jetzt auch noch Bunny-Hopping drin ist oder irgendwelche anderen Techniken, die halt noch absichtlich eingebaut sind. Weil ich meine, das ist halt im Kern ein Speedrun-Spiel. Das ist so, jede Stage ist eine Mini-Speedrun-Stage, die halt nie zu lange geht, also bisher zumindest, dass es irgendwie nervig wird, sondern du halt immer so, okay, nochmal, 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 nochmal. Du machst irgendeinen Fehler, die Stages dauern nur 20 Sekunden oder so und du bist die ganze Zeit einfach nochmal, 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 nochmal. You want to bend your knees a bit. Arms extended, not locked. Is this good? Yeah, but keep it steady. You should use both hands and fill any open spaces on the grip with your fingers. Oh, Tennislehrer-Vibes. Oh, there's something kind of exhilarating about this, huh, Mr. White? Oh, Marco, vielen Dank für die Grüße aus meiner Quarantäne. Hat's dich erwischt? Ich hab grad unten Quarantäne im Schlafzimmer. Ich bin zum Glück, ich bin tatsächlich negativ. Es hat sich gelohnt, seit Freitag auf der Couch zu schlafen. Hold hard metal in my hands. That hint of danger. Your hot breath on the back of my neck. Es gibt doch 100% anyway, schon Rule 34 von denen, oder? 100%ig. Like this? Oh, zack, abgeschossen. Coole Soundeffekte für eine Waffe. Are you sure you forgot? Yay! That was so much fun! Thanks, White. I owe you big time. Well, you know, it's like you said. I'm a great teacher. It's Violet. Don't go forgetting this time. Deswegen nennen sie mich auch GTO. Oh, too easy Spiel, too easy. Das ist, wer immer das Charakterdesign gemacht hat, hatte mich auf jeden Fall
als Zielgruppe im Kopf. Violet, huh? Shoot. Yo, Revan Böse, vielen, vielen Dank für das Abo. Hey Leute, warum nicht einfach mal kurz nachgucken, ob ihr noch einen Twitch Prime zur Verfügung habt? Ihr wisst es vielleicht sogar gar nicht. Einfach mal kurz runterscrollen, auf den Abo-Button klicken und mal nachsehen. Kostet ja nichts. Ihr habt ja schon dafür gezahlt. Das wäre Verschwendung. So, let's fucking go. Discard Abilities. Ja, okay, das hatten wir eigentlich schon gelernt. Aber in dem Fall ist es, okay, für die Sachen kaputt zu... Ah, okay, das dauert einen Moment. Yo, Hody, vielen, vielen Dank. Absolute Ehre. Danke für das Prime-Abo. Purify Bomb Attack. Purify Bombs will also destroy groups of enemies. Okay. Ah, alles klar. Das war sehr dumm. Das hätte ich mir besser darüber aufgewahrt. Warte, ich guck mal kurz, ob hier irgend noch was... Das ist das Schlimme, dass ich beim ersten Mal immer schon am Erkunden bin, obwohl ich eigentlich weiß, Jan, renn einfach nur durch. Renn einfach nur durch. Speedrun-Game. Die Frage ist halt, ob ich mir selber Schaden zufüge. Okay, ich sehe schon, wo wahrscheinlich der Skip ist. Ich sehe schon, wo wahrscheinlich der Skip ist. 12 Sekunden. 12 Sekunden, okay. Auch von Ryan sogar dieses Mal, okay. Alles klar, let's fucking go. Aber erstmal Geschenk suchen. Erstmal das Geschenk suchen. Könnte auch theoretisch hier unten irgendwo sein. Nee. Tatsächlich nicht. Ne, weil ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie eine Möglichkeit vielleicht, dass... Ach, da oben ist es. Das Momentum von dem Wasser mitzunehmen. Habe ich so irgendwie ein bisschen das Gefühl. Da haben wir die Frage, was kann ich denn hier hoch? Kann ich Wasserfälle hoch? Nein, leider nicht. Oh, Marco, auch vielen Dank. Vielen Dank an dich für das Prime-Abo. Sieh, Leute, man weiß es teilweise einfach gar nicht. Man weiß es teilweise nicht. Ich muss das auch immer wieder überprüfen. Ich mach denselben Fehler. Und hey, wenn ich schon für Amazon Prime bezahle, warum nicht ein bisschen was von dem Geld von Amazon wieder abzwacken und andere Leute weitergehen? Okay. Frage ist halt... Warte mal, komme ich hier rüber? Ah. Okay. Ah! Ach, fuck off. Okay, da. Und man merkt, das Plattforming ist auch sehr großzügig, was die Größen beinhaltet. Wie zum Henker komme ich denn... Weil ich hab keine Fähigkeit, die mir... zweiten verleitet. Die Frage ist halt, kann ich hiermit jumpen? Ah! Now we're talking. Alles klar. Let's fucking go. So, dann machen wir die einfach mal ganz normal weg. So. Das ist jetzt die Frage, also geht das dann so? Yeah, boy! Okay, so ist... Das ist legit geil. Das ist legit geil. Und ich kann mir auch vorstellen, das dann so dafür einzusetzen. Okay, das ist die Frage, wie ich das denn am besten... Ist hier immer, nee, es ist eigentlich... Dafür... Da drauf... Nee. Wie mache ich das am besten? Okay, warte, kannst du auch die auch so aufschießen? Nee, kann man nicht, okay. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, yeah, I know. Ah, fuck! Okay, alles klar. Das war ganz gut. Das heißt, dann da zuerst zu dem schießen.
Nein, ja, verdammt, falsch rum, okay. Okay, das heißt zuerst nach links schießen. Ne? Zuerst nach links schießen und dann auf die Bombe werfen. Na! Den einen übersehen. Oh, fuck. Fuck. Okay, alles klar. Ja, scheiße. Aber dieses, jetzt ergibt der Wasserfall auch mehr Sinn, die Platzierung davon. Der ist absichtlich wahrscheinlich da, um das ein bisschen schwieriger zu machen. Oh, welcher Platz? Welcher Platz? Na? Na? Fuck! Das geht, das krieg ich noch schneller hin. Ja, ich spiele auf PC. Die Musik ist übrigens von Machine Girl. Das kenne ich, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Oh. Ich habe jetzt schon 10-mal gesehen. Ich habe das geschenkt doch. Oh, jede Waffe ist primär Schussfunktion, Sekundär- oder Movement-Funktion. Echt gutes System. Ja, das finde ich auch. Vor allem, weil es auch relativ einfach dann mit Maus und mit Maus und Tastatur ist. Das kriegen wir noch hin. Ich brauche 12-2. 12-2, okay. 12-2 kriegen wir hin. Ich muss einfach nur die Execution muss ein bisschen besser werden. Ach, verdammt. Ich dachte, ich könnte die Taste vorher gedrückt halten, dass ich dann direkt anfange zu schießen. Das war leider nicht der Fall. Okay, das kriegen wir hin. Ich bin ganz knapp am Ziel dran vorbeigesprungen. Ja, hier die Kurven kannst du auch. Let's go! Leute, kommt mal ein bisschen mehr auf meine Freundesliste. Ist doch viel zu einfach, hier alle zu dominieren. Weißt du, das ist das eine Spiel, was ich die ganze Zeit gebraucht habe für Maus und Tastatur. Oh. Ich will nachher nochmal in die ersten Level zurückgehen. Einfach nochmal zu gucken, weil da, glaube ich, mich auch Leute überboten haben mittlerweile. Aber ich mag diesen Puzzle-Aspekt da eben auch draus. Ach. Easy. Habe ich doch schon gelernt. Weiß ich doch schon alles. Was ist das hier? Gain extra height by jumping before the explosion. Habe ich doch alles schon gelernt. Aber ich meine, ich finde es gut, dass das Spiel das dann hier in dem Level auch beibringt. Ne, dass wenn du es irgendwie nicht gelernt haben solltest, dass du es dann so direkt weißt. Das ist so, du lernst das dann hier und dann würdest du automatisch denken. Oh, ja, natürlich. Ja, zum Beispiel habe ich direkt das Gefühl, dass du da mehr Schmovement reinbringen kannst. Ich habe sofort das Gefühl, dass ich da mehr Schmovement reinbringen kann. So, aber erstmal. Oh, das war schon ganz gut optimiert, ehrlich gesagt. Ja, fuck. Die Frage ist nur, wo ist das Geschenk? Ich meine, es ist meistens relativ einfach zu sehen, zum Glück. Das ist jetzt eigentlich nie wirklich so krass versteckt. Gucken wir mal. Ich glaube, von oben sollte ich auf jeden Fall einen besseren Blick haben. Oh! Okay, alles klar. Ja, verdammt, das war ein bisschen zu früh. Ja, scheiße. Aber dann kann ich den Anfang schon mal ein bisschen üben. Ja, das war ein bisschen zu weit weg. Das kann man auch noch optimieren, aber das finde ich schon mal sehr geil.
Oh, wie da, wenn du es so perfekt schaffst, dir das in den Nacken zu legen, ne? Oh. Oh, sweet baby. Ja, das ist Certified Movement Game. Certified Movement. Oder vielleicht hier kann ich direkt die Abkürzung nehmen. Wahrscheinlich kannst du hier auch direkt irgendwie durchfliegen. Wahrscheinlich gibt es noch eine bessere Abkürzung noch. Und ja. Alles klar. Gut, dann. Was sind die Zeiten? 24. 24. Oh, man kann das Geschenk sogar hören, wenn das in der Nähe ist. Das ist cool. Oh. Ich habe bereits meinen Friendcode im Discord geschickt, nice. Also wie gesagt, man kann mich auch einfach adden, denn ich habe gerade eben schon gesehen, dass das noch irgendwer gemacht hat. Die nehme ich auch auf jeden Fall alle an. Auch normale Freundesanfragen, aber gerade für Neon White jetzt. So, das erinnert mich ein bisschen, das kann irgendwie noch besser gehen. Das erinnert mich sehr gerade an so alte Xbox Live Arcade-Tage. Ich weiß nicht, ob das andere Leute hatten, aber da hatte ich eben auch eine etwas größere Freundesliste. Und das war so geil dann bei Spielen wie halt Trials und Geometry Wars das Ganze zu vergleichen die ganze Zeit. Ich nehme an, dass ich am Anfang auf jeden Fall was besser machen kann, deutlich und gegen Ende. Weil dafür, ich glaube, für 2 Sekunden kann ich das noch ein bisschen mehr optimieren. Oh. Oh mein Gott, stimmt, ich bin ja so blöd. Ich brauch das ja gar nicht. Und dann kannst du auch hier so mehr Momentum mitnehmen. Oh, fuck. Oh, Baby. Oh, Schmovement. Yeah, fuck you! Das war drunter, oder? Ich glaube, es war 24 Sekunden, die du hattest, oder? Oh, über eine Sekunde! Leute, macht es mir nicht so einfach! Oh. So, was kommt? Ich bin mal wirklich gespannt, was noch an Fähigkeiten hinzukommt. Ja, auch dass es dir halt gerade in Leveln, wo du keine Dämonen besiegen musst, weiß ich immer, okay, das kann hier sehr offen gemacht werden. Ich finde das aber auch eine gute Restriktion, dass du noch die Gegner besiegen musst. Plus, dass es sich halt auch meistens sehr leicht liest. Also, dass du eigentlich relativ schnell erkennen kannst, was du brauchst. Yeah! So, das ist, ne, du siehst dann diese Vierergruppe und du weißt, ah, okay, hier muss ich die Bombe hinwerfen. Sofort. 89, nice. Alter, 5, okay, da gibt's einen dicken Skip. 88 Open Critic, ja. Also, bisher ist das Goatee-Material. Ja, hier kannst du wahrscheinlich sehr viel... Wahrscheinlich kann ich da... Ja, ich kann hierüber abkürzen, garantiert. Ja, dass du auch den Ghost siehst, da kannst du dann auf jeden Fall viel machen. Die Frage ist halt nur wieder... Wo... Cool! Was letzte Preis? Vielleicht kann ich es ja von hier irgendwo zumindest sehen. Wo irgendwie das Geschenk sein sollte. Ich muss beim nächsten Mal auch drauf aufpassen, wenn hier Obi-Twice, du meintest ja, dass es ein Geräusch gibt. Oh, ist es das da oben? Da oben, ne? Ah. Okay. Da muss ich mir wahrscheinlich die Sachen ein bisschen zusammensuchen. Ne, wahrscheinlich, dass ich hier jetzt drüber gehe. Ja. Kann man auch noch ein bisschen was ausbessern. So, die Frage ist halt, wie komme ich da... Ich behalte mir das mal. So. Da ist jetzt halt die Frage, ne?
wie machen wir das am besten? Ich glaube, einer sollte reichen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, I'm too good. Oh, somebody needs to stop me. Oh. Movement. Movement. Los, hier drauf. Dahin. Das Teil da drauf werfen. Oh, der hätte ich früher nach rechts gemusst. Das war Absicht. Das war vollkommene Absicht. Ich wollte einfach nur mal zeigen, was passiert, wenn man das nicht kriegt. Ich will ja auch nicht, dass Leute sich zu schlecht fühlen hierbei. Weißt du, wenn ich nicht einfach permanent 200 Tasten auf der Tastatur drücken muss, sondern kann mich auf so WASD Movement konzentrieren, dann geht das auch. Dann habe ich auch kein Problem damit. So, die hier. Let's 27. Das geht aber noch besser. Das geht aber noch besser. Ich glaube, da wart ihr auch besser, oder? Ja, gar nicht mal so viel. Gar nicht mal so viel. Ja, die Musik, der Soundtrack wird. War ich da eben zu blöd? Ja. Oh ne, da war ich schon besser. Da habe ich schon. Aber hier kann ich aufholen. So. Hätte ich nicht springen sollen, dann hätte ich noch mehr geholt. Das war extrem blöd, Björn. Das war unfassbar blöd. Ich weiß auch nicht, du verlierst, glaube ich, ein bisschen an Movement, wenn du zur Seite gehst. Kann das sein? Kann das sein, dass du mehr Geschwindigkeit verlierst, wenn du dich... Wie habe ich das geschafft? Wie habe ich den perfekt da durchgeworfen? Hä? Wie habe ich das bitte schön hingekriegt? Okay, also ich bin von meiner vorigen Zeit. Jetzt darf ich nur den... So, der Fußball muss versenkt werden. Wieder keine Ahnung, warum ich da gesprungen bin. So. Und jetzt schnell den hier. Ich bin zu früh abgesprungen. Ich bin schneller, wenn ich am Boden bin. Ich weiß nicht, warum ich jetzt momentan die ganze Zeit anfange zu schlagen. Kurz davor. Du willst eigentlich mehr Bodenkontakt haben bei dem Wasser, glaube ich. Ja, scheiße. Du willst, glaube ich, mehr Bodenkontakt haben für das erhöhte Tempo. Deswegen vielleicht hier zum Beispiel gar nicht springen. Also einfach gar nicht springen, sondern... Aber hier, glaube ich, muss ich das. Ja... Ich weiß nicht, warum ich die. Aus irgendeinem Grund halte ich die Leertaste gedrückt. Das ist, glaube ich, noch dieses. Ja. Oh mein Gott, wer? Wen habe ich nicht getroffen? Ach, du Schwanz. Oh. Du Schwanz, ich habe es nicht gesehen. Na, wenn ich mich hier einfach fallen lasse. Ja, dann hole ich Tempo auf. Dann hole ich Tempo auf, aber hier muss man es. Ja, und das. Ich hab's schon wieder vergessen, weil ich mich nämlich so darauf konzentriert habe. Genau, das heißt, wenn Wasser da ist, je weniger Airtime, desto besser. Hier muss ich. Fuck, ich muss das vorher machen. Ich bin so fokussiert auf das Movement. Ja, genau. Zu viel Zeit in der Luft. Man kann es an dem Geist schon erkennen. Selbst mit diesem kurzen Hiccup, den ich gerade hatte, war ich da schneller. Was halt echt insane ist. Ja, wenn es eine Technik gäbe, mit der du wie so ein Fast Drop schneller runtergehen könntest, da würdest du so extrem Zeit sparen. Und ja! I just keep getting better and better. Oh. Das ist so...
Das ist Crack, dieses Spiel. Das ist wirklich Crack. Wenn ich nicht aufpasse, dann sitze ich in 5 Stunden noch hier. Das ist so unfassbar. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr irgendwas gespielt habe, was sich direkt so gut angefühlt hat. Also so von der Ästhetik, Musik, die Art und Weise, ne, wie es eben aufgebaut ist, wie es sich spielt. Okay, direkt 3 davon. Nee, das war nicht so gut, Björn. Das war definitiv nicht so gut. Ah, okay. Du kannst halt auch die Waffenarten durchwechseln. Ich finde das auch relativ clever, dass die Waffenart durchgibt. Dass nicht die Karte ausgewechselt wird, sondern quasi die Kartenart. Das war wahrscheinlich da best. Oh! 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 Oh, was ist denn da passiert? Das war... Ach, verdammt. Ich vergesse, dass ich mit dem rechts springen muss gerade zuerst. Ja, verdammt, das muss ich später machen. Da sehe ich gerade schon die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss insgesamt. Aber ich sehe einfach schon die Möglichkeit, da abzukürzen. Oder? Naja. Okay, die beiden sind es. Health. Okay, das brauche ich ja jetzt normalerweise nicht holen. Ich glaube, ich bin bis zu dem Level auch noch nirgendwo getroffen worden, habe ich das Gefühl. Nein! Jetzt fängt es schon an, komplizierter zu werden. Auch hier zum Beispiel, ich bin einfach so gewohnt zu springen, aber hier zu springen ist Zeitverschwendung. So, je schneller du wieder auf dem Boden bist, desto... Okay, Health Warning, aber das kann mir auch theoretisch egal sein. So. Da kann ich wahrscheinlich... Weil ich weiß noch nicht, welche ich brauche zum Ende. Das ist halt die Frage. Okay, ich bin auch schneller, wenn das... What? Was ist das? Oh mein Gott, ich hab den ganzen Kram vergessen. What the fuck? Okay, 4 Stück noch? Hä? War das... Hab ich den getötet? Didn't even break a sweat. Das war noch Gold. Crazy. Ich meine, klar, mit der Abkürzung am Anfang, die ich direkt gefunden habe. Aber was war das denn einer? Optimized Platformer, ja. Das war ein NPC? Okay. Ist das quasi so deren Zeit, die auch noch eingebaut wird? Alter! Einfach mal der Unterschied zwischen der Goldzeit und der Platinzeit. Crazy! Okay, da muss es noch irgendwie eine krassere Abkürzung geben, glaube ich. Die Frage ist jetzt hier erstmal das Geschenk zu finden. Das ist, glaube ich, bisher der größte Level, den ich hatte. Sachen alle holen. Oh! Oh, stimmt. Da hinten sind ja gar keine... Da sind ja gar keine Gegner. Genau. Das heißt, ich brauche das Plattforming da drin auch gar nicht anstellen. Oh, Björn. Crazy. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Oh, kann ich doch! Aha! Das hat mir nichts gebracht. So, wir machen erstmal Caipirinha-Pause hier. Ich nehme an, das Ding ist irgendwie da oben. Die Frage ist jetzt, ob ich es überhaupt noch schaffen kann, zurückzukommen. So, komme ich dann nur mit dem hoch? Warte. Oh, natürlich. Wait, what the fuck? Achso. Das heißt, das sind die einzigen Gegner hier. Hier war mein anderer... Der andere Neon. Den töten. Ah, da oben ist es. Okay. Da oben ist es. Lass mich einfach mal gerade die hier wegmachen. Genau.
Und dann werde ich das auch, glaube ich, problemlos schaffen, hoffentlich. Das ist die Frage, ne? Du kannst auf jeden Fall noch, du kannst auf jeden Fall geileren Scheiß machen. Definitiv. Aber Safe Strat. Safe Strat. Okay, das ist der letzte. Und mit dem sollte es eigentlich... Haha! Du kannst es auch wahrscheinlich an das Gebäude unter dir dran klemmen, dass du an einer Wand weiter hochkommst, wenn du mehrere von den Purplen hast. Definitiv. Okay, aber dann sollte ich ja eigentlich den... Ich habe das Gefühl, dass es in der zweiten Phase auch noch einen... Auch noch einen Skip gibt. Das geht garantiert, das geht besser. Das geht garantiert besser. Aber die Frage ist... Oh, fuck yeah, 32. Ihr hattet aber, glaube ich, wart ihr noch da drunter? Wart ihr noch drunter? Ich kann das... Oh, 1,5 Sekunden. Oh. Skala hat Kellum in der Ego-Perspektive, schaut ja nett aus. Ja, sieht wirklich so ein bisschen aus, ne? Oh. Sehe mich auf 1 und press like, ja. Ah, oh, der ist selber zum Ziel gelaufen, ja. Neon White ist dann jetzt eine optimized Plattform mit narrativen Visual Novel Elementen, oder habe ich das was verpasst? Ja, genau so. Ich bin mal gespannt, wie crazy das Ganze noch wird. Ich bin wirklich gespannt, wie crazy das von den Leveln und Mechaniken noch wird. Ich habe auch schon gehört, es gibt irgendwie ein True Ending und so ein Kram, also da kann man auf jeden Fall was rausholen. Ja, verdammt. Es geht gerade. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich es am Anfang am besten machen soll mit den Waffen und draufschießen. So, ich könnte auch. So. Ah, das sah doch schon besser aus. Das muss ich nur gucken. Den ganzen Kram. Oh, unter 30! Oh, fuck off! Das könnte ich sogar noch besser optimieren. Aber weißt du, ich will euch ja auch eine Chance lassen. Dass ihr meine Zeit dann auch wieder schlagen könnt. Ne? Das ist ja einfach. Also wir müssen ja. Ne, muss sich ja nicht jeder so schlecht fühlen. This is getting too easy. Definitiv. Behind you. Huh? Whoa. Demon Zero. Ist das die Step on me, Mami? Long time no see, White. Coffee black here, White. I recognize her from before. So this girl is. Das Design macht. Ich finde das gutes Charakterdesign. Das Design macht mit mir gar nichts. Das Neon Violet, das ist das, da gehe ich in Ahuga Modus. You're staring. Quick, say something cool, White. That is a massive rifle. Want a taste? That's okay. Seriously, please don't point that thing at me. Das hat sowas von jetzt schon Rule 34. Das hat einfach die, also die Charakterdesigns würden das auch so hergeben, aber das Spiel hat auch noch natürlich die beabsichtigte Energie davon. Relax. I just like to see you sweat. In that case, you should watch me wipe the floor with demons sometime. Das ist Makoto, kommt jetzt gleich Marin Karin, muss ich mir darüber Sorgen machen. Eh, I'll pass. I've seen a lifetime of that kind of thing. Das ist wie Scott Pilgrim. Kommt viel zu spät, aber der kleine Teenager in mir freut sich trotzdem. Ey, das ist für mich immer, das wird für mich auf Lebenszeit eine geile Ästhetik sein. Genauso wie halt auch die Sachen von Suda. You know, this is actually the first time I've seen you in the competition. Makes me wonder.
Nee, Digga, ich geh gerade Monkey Mode. So richtig. Do you think this will end for us the way it did in life? Das klingt, als wär's ein Copy-Pasta. See, I'd love to answer that, but I woke up with no memories of life. Please, guys, please don't masturbate to my streams. It's just the details are fuzzy. Wenn ja, dann lasst wenigstens noch ein Prime-Abo hier. Dann dürft ihr machen, was ihr wollt. So far, though, I feel the strongest connection to you. Was macht das Boot da oben? Als ob es aus Mario Galaxy wäre. Damn it, White. Why would you say something so lame to a girl? How bizarre. I've never heard of a neon with such a fiction. Was ist Pferdemädchenauftrag? Oh mein Gott, das passt so gut. Holy shit, ja. You're alles klar. Messing with me, are you? Krepper hat Masturbationslizenz verschenkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Krepper, für das Geschenk, Abo. I have no reason to lie to you. Ich mache nichts kaputt. Is that so? Can't believe God himself decided to bless me with the thing I love most. A completely clueless boy. This isn't fun for me, you know. Oh ja, das ist definitiv Mommy Energy. Well, it is for me. We could have been lovers in life, and you'd be none the wiser. Were we? Lovers? Einfach absolutely fucking horny. I could know every last one of your measurements. Nice. Wenn ihr anscheinend so gut mit eurer Hand seid, dann testet doch eure Handkünste, indem ihr auf den Twitch Prime Button drückt. Be serious here. We've got a long boat ride ahead. Maybe you could fill me in on the details of my character or even your relationship to me. I don't know, White. Honestly, it's probably easier this way for both of us. What? Hey, wait. Where are you going? Where the fuck are you going? All aboard the ship. To all aboard the heaven. Shit train. Stragglers will be returned to oblivion. Der Stream ist ab jetzt für immer cursed. Das war ja vorher schon. Oh, Obi-Twice, vielen Dank für das Geschenk-Abo. Der Spaß wird weitergegeben. Ja, Leute, das ist jetzt Kette. Quasi jede Person, die ein Geschenk-Abo bekommt, muss ein Geschenk-Abo weitergeben. Yes! Don't think I made it. Müssen die Kombo am Leben erhalten. Überhaupt keine Nötigung in den Streams hier. This really is my first rodeo. I'm not half bad. Come back anytime. Aaron. What the shit? Leute, ich muss euch gleich alle Timeouts für Horny Jail geben. Ohne Scheiß. Is that what Red meant? That it's easier for me to focus on demon slaying without memories of past transgressions weighing me down? If that were really true, then... why is it that the fire that propels me to win feels a whole lot like guilt? This dance from a night circuit jerk. Heaven straight up confirmed I'm messed up. That's why I'm a neon, isn't it? Die ganze Copypasta hat nicht mal reingepasst jetzt. Yellow, schade. Violet, red. The same. Sinners know me more than I know myself. Die haben wahrscheinlich auch die ganze Zeit solche Texte im Chat geschrieben. Looks like demons aren't the only things I gotta watch out for. Yeah, baby. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob ich das Kapitel dann auch erneut Level spielen kann. Not bad for a dead guy, huh? Das ist halt richtige Suda-Energy, das ganze Spiel. Auch sowas hier. Einfach mal weirde Fonts und Kram ausnutzen. Heaven is exactly what I expected. I don't know why I'm so disappointed. Oh, why? Oh, bester Charakter, also bestes Outfit ist back. Wanna walk to the Believer's Sermon together? Yo, bro, you made it! Kick a lot of demon ass. Das war, Alter, als ich das gestern angefangen habe, der hatte irgendwie so den Satz gedroppt von wegen und dann so, du bist mein Sasuke oder so. Und ich war so, oh Gott. I hate him. Like it was nothing. Oh, I'm telling you, bro, with our, like, combined powers, those demons are donezo. White, we're gonna be late. Oh snap, Violet, is that you? This is crazy. Douche bro, ja, definitiv.
gang's all here! I'm sorry. Do I know you? Are we all mutuals here? Wir kennen uns alle von Twitter, deswegen sind wir auch in der Hölle. Deswegen, natürlich, das sind einfach alles Twitter-User, die sich kennen. Yeah, man. Violet was our crew's littlest badass. Verständlich. Verständlich. Like this one time I read her diary, and she had written this crazy fanfic about her and the bot. Shut the hell! Ow, 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 Violet! Zu ein Glück, dass ich keinen Twitter nutze. Ist auch besser so. Let's see how much you like talking without a tongue, bastard! Uncle, Uncle, Uncle! Im Auftrag der Wissenschaft kann ich confirmen, there is porn of it. Danke, danke. Danke, dass du dich so geopfert hast. Das ist wirklich absolut Respekt dafür. They may Vielen be Dank. Freaks, but they're my freaks, supposedly. Es ist nicht einfach, aber ich weiß das Opfer, das du gebracht hast. Das wert zu Welcome to Central Heaven. It is an honor for your kind to bask in its beauty, but remember, this is no vacation. Denn auch im Himmel lebt der Kapitalismus. You are here as Demon Exterminator. And Demon Exterminators alone. Das ist der. Weißt du? So. Kriegen jetzt einen. Damit ist es offiziell. Their population always spirals out of control this time of year. It's onerous work, but the possibility of redemption is well worth the effort, is it not? Geht so. And on that note, we'd like to introduce last year's winner of the 10 Days of Judgment. Defending his crown is the vicious, hulking Neon Green. What's with this guy? Oh, he's me, but better. Why does it feel like he's staring directly at me? Das, was zum Teufel ist das hier oben? Why do I feel so angry? Das ist, weil du seine Neidfarbe anguckst. Green's demon-slaying prowess has been unrivaled for years, but surely there exists a neon among you all who can compete? Is this the bad place? Sind wir eigentlich in der Hölle? Ist das der Twist? Oh? Is this just the good place? Nein, das ein Halo ist, ja, aber das war so, da ist irgendwas in der Mitte dran irgendwie. Oh no, she horny. Who are you? She's just like you, Chad. Björn öffnet einen eigenen Discord-Channel für Neon White, Rule 34. Nein, bei mir gibt's keinen Nutzel for work. Make your way to Central Heaven Authority and get your orders from the angels there. Das könnt ihr in anderen Discords machen, die dafür zuständig sind, oder euch eure privaten Ordner anlegen. So wie das die guten Christen tun. Killer inside. Evil within. 10 days until judgment. Das war ich früher in der Uni, wenn ich noch irgendwelche Aufgaben abzugeben hatte. Okay. Die schwierige Zahl, die müssen wir mal ändern. Heaven's Gate, Beach, Enjoy the View, Cathedral. Heaven, get new assignments. Check relationship. Attend daily sermon, redeem heavenly delight tickets. Talk to residents, check your global neon ranking. Depart for your... Play past assignments, da haben wir es doch. Start mission... Oh, das ist wirklich Suda-mäßig aufgebaut, Rebirth. So, dann lass doch mal gucken, wo sind wir denn hier auf den Freundeslisten? Oh... Das habe ich gar nicht Platin gemacht. Oh. Warte mal, hier bin ich noch überall Erster? Ja, hier bin ich überall noch Erster. Wir müssen mal zurückgehen, Leute. Das tut weh. Das tut
Das tut weh. Ich hatte auch in irgendeinem Level, ich weiß nicht welcher es war, in irgendeinem Level hatte ich die exakt gleiche Zeit. Zum Beispiel das ist, glaube ich, jetzt schwer, hier besser zu werden. Ne, wenn ich kann mal kurz den, das mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, wie diese Global Player das machen. So, ich weiß nicht, ob das halt gecheatet ist. Ja, okay, das ist definitiv gecheatet. Aber selbst so 16, 17 Sekunden. Ne, davon zwei runter, zum Beispiel hier. So. Du willst eben sofort ins Wasser. Du willst eben sofort ins Wasser. Und hier besser runterfallen zu können, wäre halt super. Ja, das heißt, hier auch nicht drüber springen. Ja, verdammt. Das Beste am Schmovement wäre hier sofort eine Möglichkeit zu finden, irgendwie weiter runterzufallen. Ich kann hier auf jeden Fall... Ich meine, ich finde es auch gut, dass man die Hinweise ausmachen kann, wenn man die Sachen selber finden will. Da könnte ich, glaube ich, den... verdammt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt in dem Level unbedingt das versuchen will. Ich will zumindest mal gerade gucken, ob ich die paar Hundertstel noch besser machen kann. Ne, du willst auf jeden Fall eigentlich nicht springen. Und möglichst das... möglichst, ne, da habe ich schon verkackt. Möglichst nicht hängen bleiben. Ich weiß halt nicht, ob man irgendwie Geschwindigkeit dadurch verliert, wenn du... Na? So, hier drauf. I just keep getting better and better. War doch einfach, den ersten Platz zu holen. Okay, das wird... How? Geht das? Ich kann. Das, was mir noch fehlt, ist, dass ich Geister von Freunden sehen könnte. Oh mein Gott, stimmt. Ich kann ja die Fähigkeit hier einsetzen. Of course. Ich kann ja die Fähigkeit einsetzen. Geht das dann so? Oh, natürlich. Alles klar. Das kriegen wir hin. I just keep Fuck! Alter, neun... Domme, du Sack. Ich wusste es. Oh. Wie zu Mario Kart Zeiten früher. Okay, es muss. I just keep getting better and better. Du kannst auf. Ich muss den Winkel besser schaffen. So. Das hier. Nee, ich muss. Das muss in dem Moment, wo ich springe, eigentlich explodieren. So, hier sofort da lang. Das nehmen. Oh! Fuck! I just keep getting better and better. Kannst du das mit einer Bombe machen? Ich meine, ich muss ja... Das wäre halt viel zu schwer, alle Gegner abzuschießen, statt sie mit einer Bombe abzuschießen. So die Zeit, die ich gewinnen würde, nur eine Bombe zu nehmen, du müsstest dann eben alle Leute manuell killen. Also ich kann auf jeden Fall hier noch ein bisschen optimieren, garantiert. So, nee, das ist... Oh, das fühlt sich an wie Schulzeit früher. Ja, verdammt. Bäh.
Oh! Komm ich später nochmal zurück. Der ist sehr tight. Ach, hier auch wieder. Bastard. Nee, deswegen, Dom ist ein alter Schulfreund von mir noch. Deswegen, das ist so. Das erinnert mich an die früheren Zeiten. Auch so bei Mario Kart Time Trial irgendwie gegeneinander antreten. Björn, der Max Verstappen in seiner Friendslist. Erst die Bombe auf dem Boden und dann in der Luft die anderen weg. Nee, das ist gar nicht mal das Problem. Das ist so, du musst den richtigen Winkel erwischen. Quasi, die Bombe muss weit genug, also der Abstand muss hinter dir so sein, dass du in diesem, in dem perfekten Winkel, diese perfekte Arc fliegst und am meisten Tempo bekommst, gedrückt wirst. Also da kannst du halt noch ein bisschen machen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ne, hier auch so dranbleiben. Das Ding. I just keep getting better and better. Of course, natürlich. First try, zweiter Platz. Und dann wieder dahinter. Da kann ich aber noch was rausholen mit der Fähigkeit. Da kann man definitiv noch was rausholen. Also die Frage ist halt, wo ich das drauf fokussieren sollte. Ja, verdammt. Das sind drei Stück, die ich habe, ne? So, den. Das heißt, theoretisch kann ich dann alle drei einwerfen. Ah, verdammt. Ich glaube, am schnellsten ist es, wenn du zwei abschießt und dann einen benutzt zum Jumpen noch. Ah, verdammt. Nee, da darf ich nicht springen. Da darf ich nicht springen. So, hier die Corner nehmen. Das Ding hoch. So. Wie war das langsamer? Wie zum Teufel war das langsamer? Oh, fuck. Replay Level, okay. So, den. Du kannst es auch wahrscheinlich. Nee. Das muss wahrscheinlich in einem Move gemacht werden. Ne, vielleicht kannst du es auch sogar hier schon einsetzen für. Ich weiß nicht, ob du da mehr Turbo durch bei bestimmten Sachen bekommen kannst. Das ist so die Frage. War's das? Das krieg ich noch hin. Ja, das war schon zu langsam am Anfang. Ja, verdammt. Aber das ist auch. Ich glaube, das ist aber die richtige Taktik. Wenn ich da jetzt schon zu langsam war. Ich brauch da gar nicht schießen. Das ist auf die ersten beiden wird geschossen. Ja, irgendwo verliere ich hier auch. Ich glaube, wenn du seitlich gehst. Ich bin aber nicht ganz sicher. Na, verdammt. Das kriegen wir hin. So. Hier hoch. Auf die schießen. Nein, verdammt. Verdammt! Was du hier zum Beispiel machen willst, ist, du darfst nicht zu früh springen, weil du halt das automatisch das Tempo von dem Wasser verlierst. Ja. So, das ist, glaube ich, nämlich der Grund, nicht das Seitwärtsgehen.
Ah, scheiße. Ja, da bin ich schon, leicht hinter meiner normalen Zeit. Ich meine, ich will es halt an allen Stellen optimieren. Ich glaube, es ist nur besser, wenn ich das hier richtig hinbekomme. Ja, verdammt. Es muss einfach alles viel schneller rauskommen. Das ist der Punkt, wo halt mein PC-Shooter-Gameplay deutlich besser sein muss. Aber ich finde Neon White ist auf jeden Fall, glaube ich, das richtige Spiel, um darin besser zu werden. Ja, nee, das war sogar noch schlechter. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das hinkriegen kann. Was das? I just keep getting better. Let's go! Fuck you! Fuck you! Oh. Ich bin bei 9 Punkten. Nein. Solange ich das hier noch nicht drin sehe, ist das alles vollkommen okay. Warte mal, welche haben denn noch gefehlt jetzt? Oh, den kriege ich auch noch irgendwie. Das ist so unfassbar befriedigend, ne, Leute. Oh, ich habe das Geschenk hier gar nicht gefunden. Okay, dann werde ich die kurz machen. Wie habe ich denn, warum habe ich, ach, das ist da oben. Ach, wahrscheinlich, weil ich beim letzten Mal nicht wusste, wie ich das holen kann. Deswegen wahrscheinlich. Die Frage ist halt wirklich, kann man das machen, indem ich mich hier so hochhacke? Geht das? Metroid Bomb Jumps. Fuck yeah! Oh, hervorragend. So, lass mal. Nee, Options. Play next level, ne? Da fehlte mir sogar. Da habe ich aus Versehen einfach weitergedrückt. Da habe ich nicht mal die Platin. Aber ich will erstmal gucken, wo der. Ja, da ist schon die Abkürzung. Na, da musst du einfach den vorher töten. Die Frage ist jetzt, wo ist das Geschenk? Wo ist das Geschenk? Oh, war das da drüben? Okay. Movement! Okay, alles klar. Und jetzt noch die Platin holen. Jetzt noch Rang 1. Keine Ahnung, Leute, aber weiß noch, als ich mal Metal Gear VR Missions den besten Rang verkackerte, weil ich statt genau 2 Minuten und 0,00 Sekunden 2 Minuten und was? Also so ein bisschen 0,1 oder so irgendwie hatte. Du musst es irgendwie drunter sein, genau. Du darfst halt irgendwie nicht, wenn du irgendwie besser als eine Zeit sein musst, du bist halt genau auf der Zeit. Aber ich hatte halt ein Level, wo ich wirklich auch in der Freundesliste, ich glaube mit Ryan oder so, exakt dieselbe Zeit hatte. Wirklich exakt nach dem zweiten oder dritten Versuch. Das war fucking spooky. Okay. Dom ist nicht auf der Liste, das heißt, das sollte ich nicht machen. Die Frage ist jetzt, wie man das am besten macht. Ist das die einzige Abkürzung zum Nehmen? Das sollte auf jeden Fall schon mal Platin sein, glaube ich, ne? Ja, die sind wirklich relativ einfach zu holen in dem Spiel, die Ace oder Ace Medals oder wie sie heißen. Oh ja, das kriegen wir aber hin. Leute, das kriegen wir aber hin. Ja, verdammt. Das Schwierige ist wirklich, den zu kriegen. Ja. Baby, easy. Easy. So, Return to the Archives. Welcher fehlt noch? Das heißt, hier bin ich jetzt 1. Da bin ich leider 2. Da bin ich 1. Da bin ich nicht 1. Okay, alles klar. Das heißt, zumindest Elevate muss ich nochmal machen. Das geht ja nicht. Ich meine, guckt euch das mal an.
Das ist eine leichte Verbesserung, die ich brauche. Das ist eine leichte Verbesserung, die ich brauche. Obwohl ich, glaube ich, den Level relativ viel gespielt hatte. Die Frage ist nur, ob es jetzt darin auch die neue Verbesserung gab. Frage, ne? Kann ich mich da noch so ein bisschen mit ins Ziel reinschießen? Geht das? Das wäre natürlich Hammer. Ja. Ah, verdammt. Ich kann da nicht drüber laufen, glaube ich. Du musst glaube ich, immer noch so ein bisschen da drüber springen. Hier kannst du auf jeden Fall ein bisschen Abkürzung nehmen. Hat das gereicht? I just keep getting better and better. Oh! Das ist halt die Frage, ob ich das einfach dadurch optimieren kann. Oder. Na, verdammt. Na, wie weit kann ich. Wie weit kann ich quasi die perfekte Linie fahren? Oh mein Gott. Oh fuck. Das wär's, wenn das jetzt die Zeit gewesen wäre, ne? Das wär's echt gewesen. Oh fuck. Na, scheiße. Oh. Also Björn hat es versucht, einfach noch so ein bisschen zu überperformen. Und hat es einfach vollkommen verkackt. Oh, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gerade gemacht? Das war richtig blöd. Nee, das war. Ich weiß nicht, warum ich gerade irgendwie schlechter darin werde. Aber keine Ahnung, ob der Level auch noch einen anderen Trick hat oder so hier am Ende. Nee, du fliegst halt zu weit hoch. Du fliegst zu weit hoch. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gäbe, den vorher noch einzusetzen. Aber dann wird es eben unmöglich, die Gegner zu töten. Das ist eben so die Frage. Ich weiß nicht, warum ich hier so langsam bin auf einmal. So ganz, ganz leicht auf jeden Fall. Nee. Hier auf jeden Fall geradeaus. Den holen. Fortspringen. Hab mich rein. Du hast dich reingebombt? Okay. Aber wo hast du es quasi angesetzt? Das ist die Frage. Ne, wo haust du das dagegen? Der lief so ganz gut. Siehst du, ich brauch die Bombe gar nicht. Ich brauch solche Stützen gar nicht. Weißt du, so ein Hilferad, so ein Stützrad, was mich von hinten ins Ziel trägt oder so. Das habe ich gar nicht nötig. Weißt du, solche komischen Seitenspielertricks hier. Also Leute, jede Person, die hier da drunter ist, sollte einfach mal ein Prime-Abo dalassen. Finde ich nur fair, wenn man sich so besiegen lässt. So. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nee, das muss jetzt.
Ich kann nicht überall. Überall da bleiben. Ja, das ist zu. So, hier auf jeden Fall an der Optimierung. Warte mal, die Frage ist, kann ich eigentlich gedrückt halten? Lass mich mal kurz gucken. Ja, das ist das Gute. Du kannst auf jeden Fall. Oh! Oh! Fuck! Immer noch. Es sind immer noch zwei Hundertstel, die mir fehlen. Ah, oh, Panelewanner, vielen Dank. Vielen Dank für das Twitch Prime-Abo. Ah. Björn ist nicht nur ein schlechter Verlierer, ist auch ein schlechter. Ich bin nicht nur ein schlechter Verlierer, ich bin auch ein schlechter Gewinner. Ah, bei solchen Spielen vermisse ich dann einen PC zu haben und mal wieder irgendwo richtig reinzugrinden. Das ist auch auf der Switch rausgekommen. Das Spiel. Ich weiß nicht, wie gut das mit Controller-Steuerung eben ist. Also wahrscheinlich, aber ich meine, die besten Listen sind ja eh separat auf den Systemen. Einzige Spiele, wo ich motiviert bin, Freunde zu schlagen, ist Sectronics. Dafür bin ich halt nicht gigabrained genug. Weißt du, dafür brauchst du, da reicht mein 200er IQ-Level einfach nicht mehr aus. Da brauche ich dann halt wirklich 300, 400er IQ-Moves. Es gibt, glaube ich, keine Spiele, bei denen ich mich so konstant dumm fühle, wie bei Sectronics-Spielen. Nee, das siehst du schon. Das siehst du schon, dass das nichts wird am Anfang. Ich frage mich halt, ob ich das hier noch besser optimieren könnte. Ich glaube eigentlich... Eigentlich nicht. Ich schaff's nicht mehr in die vorige Zeit ranzukommen. Na, wenn ich irgendwie wüsste. Oh mein Gott, könnte ich. Nee, oder? Du kannst nicht. Nee, du kommst nicht hoch. Du kommst nicht hoch. Du musst das so machen darüber. Na, die Frage ist halt auch, ob du. Ich glaube am besten ist es wirklich. Direkt im Sprung das Ding zu hauen. Dass du direkt am Anfang vom Sprung bist und so am meisten Momentum noch mitnehmen kannst. Das ist halt auch. Oder? Nee, aber. Oder ist es halt besser, mehr am Boden zu bleiben? Hast du tatsächlich mehr Momentum am Boden? Dass ich das so spät wie möglich zünden sollte. Nee, auch nicht, ne? Aber es kann auch sein, dass ich da gerade hängen geblieben bin. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen an der Leiste hängen geblieben bin. Oh, nee. Das wurmt mich richtig. Bis ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, was es ist, was ich machen will. Ne, man merkt auch, dass ich vor meinem Ghost bin. Und dann. Ja, verdammt. Dass ich vor meinem Ghost bin. Und dann eingeholt werde im Sprung. Ich muss jetzt ein bisschen weiter unter mich. Oh! Das sah gut aus. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht ist das der Trick. Einfach direkt unter mich gucken. Fuck. War vielleicht zu spät. War vielleicht ein bisschen zu spät. Oder ist es einfach wirklich gar nicht springen? Ja, weil ich krieg halt mit Springen mehr Höhe. Was? I just keep getting better and better. Yeah!
Yeah! Let's go! Oh! Oh! Erster. Oh, die ganze erste Welt, First Place. Auf meiner Freundesliste. Weißt du, ich will mal ansehen, was ist denn global der erste Platz? Alter, ich bin mit der Zeit. Was? Never. Also entweder es gibt irgendwelche Schmovement-Techniken, also dass du mit einer besseren Technik vielleicht noch unter 9 Sekunden kommst. Ja. Also mit vielleicht einer noch geraderen Linie und einer Bombenplatzierung, einer besseren. Aber das ist doch insane. Wow. Da hast du wirklich, da auf Next noch zu drücken und nicht einfach zu sagen, okay, das tut mir einfach weh. Lassen wir das nochmal als Kleine. Gucken wir uns mal an. Back to Location. Weil es gibt ja noch anderen Kram. Das ist Beach, ist einfach nur Enjoy the View. Look at the water. Look how perfect this beach looks. I feel like I should toss something in there. Einfach reinpissen. Next time. Okay. Ist das Teil der Mission? Guck einfach alles an. Das war ein gutes Foley für im Sand laufen. Oh, so einen Raum hätte ich auch gerne. Sign says this is my room. Ooh. This is my room? Hab gerade gesehen, wie man im Pummel noch 1,5 Sekunden schneller sein kann. Oh ja, das ist halt auch die Sache, dass ich dann irgendwann musst du halt anfangen, glaube ich, YouTube-Videos zu gucken. Ich finde es ein bisschen schade, weil zum Beispiel in Dust Force ist es so, dass damit dein Video, ne, damit dein Ranking gezählt wird in der Highscore-Liste, muss das dein Replay gespeichert sein. Das heißt, du kannst nicht irgendwie eine Taktik oder eine neue Strategie damit in die Rangliste reinkommen, ohne es nicht allen anderen gleichzeitig eben auch zu zeigen. Weil klar, ich glaube, du kannst Replays, aber du solltest Replays eigentlich auf die gleiche Art und Weise leicht speichern können, weil das Spiel scheint ja 100%, das ist ja ein Speedrun, als Speedrun-Spiel ausgelegt, das ist ja zu 100% deterministic bisher alles. Ne, so, dass es auch gut ist, dass du halt keinen RNG-Faktor drin hast. Das heißt, dadurch, dass es halt deterministic ist, sollte das Speedrun-mäßig, also sollte es für den Replay genauso funktionieren wie bei anderen Spielen, dass einfach nur deine Eingaben recorded werden. Also es sollte genauso funktionieren wie das damals schon bei Quake oder irgendwie war. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade, dass du nicht einfach dann, okay, geh auf den Welterstplatzierten, da muss halt dann das Video gezeigt werden. Well, I can't complain too much. I do like those little cherub guys. Huh? What's this? Notebook. I remember now. I used to keep a journal. But no one found it after I died. Ist einfach Rule 34 drin. Neon Red. Das ist Gift plus 3. Inside, Next Reward, Dialogue, Side Quest, Dialogue, Side Quest, Dialogue, Side Quest, okay. Gifts 3. Da ist dieses Gift-Symbol auch dran. Fuckboy indeed. Ah, okay, das sind noch die anderen Neons, die ich nicht getroffen habe. Warte mal, das war dann wahrscheinlich ein anderer Punkt, ne, dass ich hier gerade genau sehe, wo die eben sind. Das heißt, jetzt kann ich dann hier mit Violet dann eben sprechen. Ja, genau. Das hört sich so geil an, ne? Das meinte ich vorhin im anderen Video, dass auch sich so im Menü
im Menü zu sein, gut anfühlen kann. So, das in dem Spiel fühlt es sich einfach gut an, nur durch das Menü zu klicken. Oh. Das ist wie so Luftpolsterfolie, so ganz leicht. Hab deine Zeit überboten beim ersten Versuch. Ey, ich hatte eben zumindest den Moment, wo ich in der ganzen ersten Welt Platz 1 war. Das kann mir niemand mehr nehmen. Weißt du, ich bin nicht so ein Versager, wie der Typ, der das bei Mario Kart nicht geschafft hat, überall den Weltrekord zeitgleich zu haben. Was für ein Loser. Deswegen, ne, muss man auch mal hinkriegen. Ich nehme die Freundesanfragen gleich alle an, Leute, keine Angst. Gift. Hab ich denn was? Oder muss ich erst was kaufen? Das sind die Gifts, die ich finde. Ah, das heißt, die Anzahl heißt, wie viele ich für sie tatsächlich verfügbar habe. Okay. Free time. Das ist wirklich Danganronpa. Das ist wirklich Danganronpa. Can't you shove your damn knife in people's faces like that? Sorry. I got excited because I just finished polishing her. Isn't she looking so cute? Cute isn't kind of the word I would use. Deadly maybe? Huh? What's the difference? When I think cute, I'm thinking like small animals and crap. Right! Precious things that make your whole body tingle with excitement and love. Plushies, sharp knives, and spilled guts. Yeah. That's my kind of waifu. Don't they all elicit the same excitement in your heart? Definitely not. Guts and kittens make me feel two very, very different things. Maybe you're getting some wires crossed? I heard the type of thing is why some people like feet. What? This is nothing like feet, I think I would know. I consider myself an aficionado of all things adorable. Violet, I hate to break it to you, but most people do not think gore is cute. Tasteless swine, all of you. I feel called out! I'm in this picture and I don't like it! Oh, hey, no need to get upset. There's nothing wrong with having unique aesthetic preferences. Do you think I'm cute, White? What? I don't know. I mean, geez, Violet. Yeah, I guess. Oh my god! Oh my god, White. If you keep getting flustered like this, you'll never get a GF. What the hell is wrong with that girl? Gore is cute, yeah. Gore is super. Gore is das Beste. Ja, geht's weiter oder muss ich klicken? Excuse me? Okay. Kann ich hier noch ein Geschenk jetzt geben? The believers are so rude. It's a good thing you're here, White, or I'd go crazy. You have a gift available. Yeah, gift her. Das ist irgendwie weird, dass du so viele Geschenke holen kannst, dass du dass du direkt das mehrfach machen kannst. Aber jetzt habe ich eine Sidequest unlocked. Das heißt, jetzt gibt es keinen Dialog, jetzt gibt es eine Sidequest. Gehe ich direkt in die rein? Okay. What the fuck? Okay. What the fuck? Survive Violet's sadistic obstacle course to complete her sidequest. Oh, what the fuck? Das hat direkt ganz andere Vibes. Okay, let's fucking go, I guess. Okay, nice. Ja, den hier. Ah. Okay. Bomb jump. Okay. Alles klar. Oh, das ist geil. Oh, Goatee. Fucking goat-ass game. Oh, fuck yeah.
Ist das, was Leute bei Counter-Strike Surfen so anzieht? Oh, yeah, baby. First fucking try. Goat. Absolutes Goat-Game. Holy shit. Holy shit, ist das geil. Sidequest. Geht's noch inside hoch? Krieg ich jetzt direkt wieder Dialog, oder? Also lass nochmal das Geschenk, was ich habe, nochmal geben. Das war eine geile Sidequest. Das war genauso die Kombination, die ich halt vorhin meinte. Ne, dass du dann auch das so als Walljumps benutzen kannst. You spend some time. Ich bin mal gespannt, wie die restlichen Fähigkeiten noch aussehen, die kommen. Weißt du, jetzt schon nur mit diesen beiden. Nur mit diesen beiden Sachen, die ich freigeschaltet habe, ist das jetzt schon tausendmal geileres Movement. Also auch die Option, die du halt. Du bist halt an sich restriktiv. Also, ne, du hast gewisse Vorgaben, was du einsetzen kannst in den Leveln. Aber trotzdem bist du sehr frei da drin, wie du es machst. Ne? Auch dadurch, dass du die Sachen wechseln kannst. Das ist. Weil ich mag das, wenn du gewisse Vorgaben hast, wenn du gewisse Restriktionen hast und musst dich dann in diesen Restriktionen dir gerade irgendwie einen cleveren Weg finden, da wieder rauszukommen. Aber zeitgleich mag ich natürlich auch die Freiheiten, die das Gameplay und die Fähigkeiten geben. Das ist, glaube ich, so wirklich die perfekte. Ich glaube, deswegen gefällt mir das auch so gut, weil das so diese perfekte Kombination da draus ist. So die beiden Sachen genau balanced, like all things should. Quick white, do something funny. Oh shit, my pants. What am I, your freaking clown? I have to do everything myself around here. Oh, I know. Let's put a little prank on that believer over there. Do you have a death wish or something? I've still got some leftover gruel from this morning that I could toss this way. You'll have no idea what hit him. Yes, he freaking will. There's nowhere to hide here. Not to worry, I've got a plan. As soon as I throw this, we're going to look away and pretend like nothing happened. That is the worst plan I've ever heard. We'll definitely die. Alley-oop! Ah! Yes, got him! Now hurry, look away! I'm going to kill you, I'm going to kill you, I'm going to... You there! Did you do this to me? Crap! He spotted us! What? Me? You're coming with me. Wait, no, I didn't do anything! Alter. Organization confirmed. Die Leute, die an diesem Spiel gearbeitet haben, also confirmed definitive Suda-Heads, aber auch Kingdom Hearts Enjoyer. Niemand macht so eine Robe, ohne kein Fan von Kingdom Hearts zu sein. I refuse to believe. No, I didn't do anything. Oh, that neon standing in front of us took the blame. Oh, that's rich. You're laughing? We inevitably send some neon to his grave and you're laughing. Das ist eine Joker-Referenz. Ist das wirklich, ist das eine Joker-Referenz? It's fine, he's already dead, remember? Besides, with luck that bad, he probably wouldn't have survived long anyway. Come on, you gotta admit it was hilarious. Yeah, I guess it was pretty funny. Yeah, stick with me and I'll always show you a good time. You're a bad influence, you know that. Alles klar, will mich jetzt unironisch nicht spoilern lassen. Nee, kann ich verstehen. Kann ich definitiv verstehen. Huh? What's all this commotion about? It's Pina Colada Day at the pool. Nice. So? Heavens, Pina Coladas are to die for. We'll see about that. Oh, no, you won't. Filthy neons like you are simply not allowed here. Oh, ich liebe Racism im Himmel. I mean, really? A sinner partaking in heaven's delights? Heresy. That's bull. If I gotta do you bastards dirty work, the least you can do is serve me a drink. Ist das Heresy? Von Heretic ja eigentlich. Warum dachte ich immer, das heißt Hearsay? Oder ist das was anderes? I have no idea. I'm bad at everything. Stay back, Neon! I'll have you blown to bits! Außer in diesem Spiel den ersten Platz meiner Freundesliste immer und immer wieder zu erreichen.
Psst. Are you psting at me? Das ist das Gesicht, was Violet bräuchte. So die Augen. You said you wanted a drink, right? I know a place. I don't know if I should trust a talking cat. Immer einer sprechenden Katze trauen. Yeah, I get ya. I wouldn't trust one of those either. Good thing I'm an angel. Oh, come on, follow me. Fine. Ah, wine. Oh, nice. Ta-da! Welcome to the Neon Bar. You like it? Really? Am I... Sure? Shores? S'mores? Ors? Oh, it's not like the rest of heaven, for sure. Cures. Das war's. I'm into it. Thanks. I put it together myself. So, Das hat ein bisschen exactly Valhalla feeling im Hintergrund. You can call me Raz. I'm the bartender here. Heresy, Ketzerei, Hearsay, hören. So. Ja, okay. Ich dachte einfach immer, das wäre. Ich glaube, ich dachte einfach immer, das wäre dasselbe. Mario, moin. Guten Abend. Das Spiel ist geschrieben, wie ich tweete. Das Gefühl hatte ich auch bei. Welche Spiel hatte wirklich. Ich weiß auf jeden Fall Night in the Woods. Night in the Woods hatte definitiv. Ich meine, ich. Man. Der. Hauptschreiber dafür ist ja auch 24/7 auf Twitter. Night in the Woods war definitiv ein Spiel, wo du das Gefühl hattest, okay, das sind Leute, die ihre ganze Zeit auf Twitter verbringen. Es gab aber letztens noch ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte. Ich weiß nicht, ob es Paradise Killer war. White. Well, White. Good to meet you. Die würde ich auch in dieselbe Kategorie stecken. So Neon White und Paradise Killer sind komplett andere Spiele, aber haben sehr ähnliche Inspirationen und eben auch einen ähnlichen Stil. Believers don't come around these parts anymore. Yo, Matthias, was geht? Valhalla ist super. Valhalla ist klasse. Ich freue mich so auf das neue Spiel. Ich weiß nur gar nicht, ob der eine von diesen Autoren daran beteiligt ist. Ich folge einem der Autoren von Valhalla auf Twitter. Ich krieg hauptsächlich nur Buba auf die Timeline retweetet und diese komischen Fanart von diesem komischen Pferdemädchen-Spiel. Aber ich weiß gar nicht, ob der auch am nächsten Teil arbeitet. Der wurde auch schon vor Ewigkeiten angekündigt. It's the perfect place for Neon to take a load off and enjoy a drink in peace. Ist der Writer von Night in the Woods nicht gestorben? Nein, das war der... War das der Komponist? Oder hat er auch daran geschrieben? Das war auf jeden Fall einer aus dem Team, aber ich glaube Scott, der Artist für das Spiel, Bombs Fall auf Twitter. Ich glaube, der schreibt halt auch sehr viel hatte sehr viel für Night in the Woods geschrieben. Also zumindest auch die Art und Weise, wie sich Night in the Woods liest und wie er seine Tweets schreibt, sind auch relativ nah beieinander. I like the sound of that. So what do you have? How about one of those piña coladas? On it. Hätte ich jetzt echt gerne. There you go. Oh, aber dafür müsste ich runter. Also ich mir einen machen könnte. Ich könnte mir zumindest einen Gin Tonic unten machen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, keine Lust, runterzugehen. The believers are hogging all the real stuff. How can you call this a bar if you don't serve any booze? See, you're thinking too narrow. Das war auch. Wir hatten eine. Bei uns hatte damals in dem Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, hatte auch so eine Cocktailbar aufgemacht. Absoluter Schrott, dieses Scheißteil. Ich weiß noch, ich bin da hingegangen und das Erste, was ich eigentlich normalerweise mache, und auch um irgendeine die Cocktailqualität oder beziehungsweise die Geizigkeit von den Leuten zu testen, ist meistens irgendwie so einen Zombie oder einen anderen stärkeren Cocktail zu bestellen. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Zombie in meinem Leben gehabt, der so nach Fruchtsaft schmeckte. Das war einfach so eine Verarsche von einer Cocktailbar, wo du ganz normale Cocktailpreise bezahlt hast. Und das hat geschmeckt, als ob du von allem einfach nur die Virgin-Variante bekommen hättest. A bar, if you one guy confiding in another guy about his really, really bad day. Das ist das Gegenteil zu, wenn du all-inclusive in einem Hotel oder so bist und die dich natürlich dann so schnell wie möglich besoffen kriegen wollen, wie es geht. Und wenn du da dann irgendwie so eine Rum-Cola bestellst oder so, dann ist eben... Also die Betonung ist auf Rum-Cola. I'm just saying, befriending folks in heaven has its benefits. You'd be surprised by what you can gain from chatting people up. Alec Kolofka, genau, das war Night in the Woods, wurde von diesem Ehepaar geschrieben, ja.
Ja, das sind die Hauptentwickler. Ich folge halt nur Scott auf Twitter. Und er ist auch der Main Artist dafür. Ich bin mega gespannt, was das neue Projekt von denen ist. The Believers wouldn't accept my Pina Colada patronage. I doubt they'd let me into their crappy gift shop. Well, no. But you can find gifts all over heaven. Once you've taken care of your missions, you can do a second sweep to hunt for presents. Was? Wirklich? Sounds like a pain. Little White, true friendship is always worth the effort. 100% is always worth the effort. And hey, if you give me a gift, might just I gotta get all the achievements. Ich meine, das ist gut, das ist jetzt auf Steam, da bin ich nicht so dahinterher. Sobald das Spiel im Game, das kommt irgendwann auch in den Game Pass, 100%ig. Das ist so wie Paradise Killer. Also das kaufe ich jetzt hier auf dem PC oder auf der Switch oder sonst was und irgendwann kommt es auf den Game Pass und dann habe ich halt die richtige Motivation, die 100% zu machen. Bei Paradise Killer habe ich mich auch geärgert. Das habe ich in der Switch halt 100%, ich habe alles gesammelt, auch wenn das überhaupt nicht notwendig war. Und dann kam nachher die Xbox-Version raus und ich war so, hätte die nicht direkt rauskommen können. Ja, ne? Das ist. Also wenn die Xbox-Version davon kommen sollte, dann wird das auch im Game Pass, glaube ich, landen. Und dann werde ich es wahrscheinlich nochmal im PC-Game Pass spielen. Okay, warte, ich geh mal. Also den kann ich auch Geschenke geben. Das ist die Neon Bar. Heaven Central Authority. Talk to hey. Gabby. I'm here for my assignment? Das hat auch so No More Heroes Vibes. You will get new assignments from Mr. Mikey. I'm his secretary. das ist die absolut perfekte Stimme für sowas. Then let me talk to him. Is Mikey a cat too? Just let me read the script. This doesn't have to be difficult. Ja, unless super. You'd like that, Mr. White. Proceed. Mr. White. All neons must achieve a minimum neon rank in order to be granted a new assignment. Yo, Mr. White. What's a neon rank? Your neon rank is determined by the number of gold or ace medals you have earned in prior missions. Oh, wollen wir mal kurz nachgucken, wie viele ace medals ich bisher geholt habe? Oh, stimmt, alle. More golds or aces means a better rank. Let's see. My neon rank is this. Is this? Well, ja, okay, das wäre jetzt, glaube ich, blöd gewesen, dass die ganzen Zahlen hätten einen. Obwohl, der hätte ja nur. Ich glaube, wenn du kein Gold geholt hättest, dann wärst du, glaube ich, noch Rang 100 vielleicht. Aber das heißt, du hättest nur die Zahlen 100 bis 88 nochmal einsprechen müssen. Es wäre unnötig gewesen, aber auch cool. You've earned yourself a heavenly delight ticket. How fun. Baby, let's go! One moment while I check on Mr. Mikey's schedule. Have a seat. Mr. Mikey will see you in about 4 hours. 4 hours? Ah, Deutsche. No one else is here. There's gotta be somebody I can speak with sooner. Ich gehe sehr davon aus. Wenn es einen Himmel gibt, dann ist der voller Bürokratie. Hundertprozentig. I'll look into that for you. After my legally mandated break. And when will that be? Genau so stelle ich mir den Himmel vor. Genau so. Exakt. Weißt du, du denkst, du bist im Paradies, kannst das alles machen, aber dann musst du für jeden Scheiß einen Antrag stellen, der genehmigt werden muss. Alright. Hundertprozentig. I'm going in. So kriegen sie dich in die Hölle irgendwann. Hey, I'm working here. Ich muss sagen, ich bin sehr großer Fan davon, dass diese ganzen Engel irgendwie Katzen sind. Look, I expect this much from the DMV, but I'm not waiting 4 hours for my Wenn's stupid Hölle gibt, mission wird in heaven. Französisch gesprochen. Definitiv. 4 hours? Oh yeah, always with the joke. Du hättest bis 1 einsprechen müssen, wahrscheinlich für den Rest des Spiels. Ich meine, du musst dir ja, um weiterzuspielen, da das Ticket abholen. Sonst könntest du ja nicht ins nächste Gebiet gehen. Ich habe alle Ace-Ränge geholt. Das heißt, 88 ist das Beste, was du sein kannst nach der ersten Welt. Außer jedes Mal
sagt er, wenn er zu ihr kommt, zwischen den Missionen, my rank is this. Dann ja, dann müsstest du irgendwie 1 bis 100 einsprechen, aber so hätte 88 bis 100 gereicht. I'll get to your ugly mug once I finish up with the lady here. Das ist vollkommen unnötig, das ist kein Kritikpunkt oder so. Ich dachte einfach nur, das wäre cooler gewesen. It's fine. I don't mind if he stays. Red? Suit yourself, sweetheart. Go ahead, wise guy. Take a freaking seat. Now, listen up, because I'm only going to say this once. You got 10 days here. New day, new mission from old Mikey. Es wäre noch besser gewesen, wenn sie irgendwie es geschafft hätten, Danny DeVito für diese Rolle zu bekommen. The HCA will be rating your performance alongside the other competing neons. And whoever has the top score end of day 10 wins. Kabish? For your first assignment, you jokers will be cleaning out lower heaven. Sounds easy enough. Schmucks like you always say that. Ich finde Schmuck ist so ein geiles Wort. Because the demons got him, White. Yeah, I kinda got that. Anyway, that just about covers it. Any questions? Yeah, alle. Actually, why are you a cat? Okay, you're just saying whatever to me now. Honestly, the disrespect. I was actually wondering the same thing. Why are you a hilarious cartoon cat? Exactly. Thanks, Red. Glad we're on the same page. Das ist, weil er auf der Erde so sehr Lasagne mochte. I don't know. You neons are all the same. Always telling me what moronic imagery your pea brains invented in an effort to comprehend us angels. Oh, you're a cat. You're a horse. You're a sexy Statue of Liberty. How about a, hey, Mikey, how's your day, Mikey? You must work so hard, Mikey. Excuse me, I'm here for my appointment. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das doch so dialoglastig ist zwischendurch. Hey, White, aber ich meine, du kannst, wenn du halt willst, alles überspringen. That John Cena is here in heaven giving us missions? Da, 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 da. That's it. Everybody out. John Cena ist auf jeden Fall eine Person, die ich im Himmel erwarten würde, ganz ehrlich. Don't come back till you finish your missions. And Gabby, can you please keep these neons under control? Ich glaube, ich habe wirklich noch nie etwas Negatives über John Cena gehört. Also auch von wenn du so von Leuten hörst, mit denen er irgendwie zusammengearbeitet hat, dass der irgendwie nur so die professionellste Arbeit irgendwie abliefert. Das Spiel ist so gut, Björn, hab schon 10 Stunden. Alter, ich könnte allein schon 10 Stunden in den ersten 10 Missionen verbringen, um einfach nur meine Zeiten zu verbessern. Das ist absurd. Stay away from him. Okay. Mind elaborating on that? He's dangerous. Need I say more? Wenn ich ziehe die Fenster aus. Es kann sein, dass da irgendwas ist. Ich will nicht sagen, aber das ist. Ich nenne einfach irgendeine Person und sofort wird wahrscheinlich Scheiße ausgegraben. Nee, aber von dem, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, kann sein. I could use some convincing. I suppose I could open up more in exchange for a favor. Wait, really? I mean, yeah, whatever you want. I'm on. Ich habe davon habe ich nichts mitgekriegt, keine Ahnung. Müsste ich mich einlesen, was genau die Sachen da spezifisch waren. When will that be? Like, after this mission? Okay. Die haben wir alle gesprochen. Cathedral kann ich noch hingehen, aber ich könnte auch direkt zum Heaven. Ich will einfach mal eine weitere Mission machen. Obwohl, warte, lass mich mal kurz die ganzen Freundesfragen annehmen. Die ganzen Freundesfragen annehmen, die ich gekriegt habe. 5 new invites, genau. Block, 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 Block. Hahaha, ich wollte einfach nur rauswissen, wen ich jetzt blocken kann am besten. So, die Frage ist, wird das jetzt automatisch aktualisiert? Wenn ich jetzt Visit Job Activity gehe, Rebirth. Oh, das tut schon weh. Oh, ihr habt noch irgendeinen anderen Weg rausgefunden. Oh, ich hasse euch so sehr. Oh mein Gott, das ist die exakt selbe Zeit. Holy shit. Holy shit, das ist die exakt selbe Zeit. Aber ich bin trotzdem besser. Laut dem Spiel. Weiß einfach Bescheid. Oh, das. Come on.
okay, wenigstens noch zwei. Weißt du, wenigstens noch das. Das tut gut, weil das so 0,3 vorne ist. Oh. Mein Arm ist warte mal. What the fuck? Wait. Was ist denn das Rote? What the fuck? Wait. Gibt's noch einen Rang hier drüber? Warte mal kurz, wenn ich da reingehe. Oder ist es dann von Mikey irgendwie eine Zeit? Rot ist die Zeit der Entwickler. Ah. Oh, okay. Ah, okay, alles klar. Das heißt, wenn ich Job Archive gehe und dann beispielsweise jetzt die Spiele, sehe ich das dann auch? Nee. Also das heißt, wird mir die Zeit erst angezeigt, wenn ich die erreicht habe? Also hier ist auf jeden Fall noch irgendein fieser Trick mit dabei, das weiß ich. Ist geheim, also das heißt, erst wenn ich sie erreiche, oder beziehungsweise ich bin jetzt nicht besser geworden, also vielleicht bin ich besser, oder? 18, 9, 3. Oh ja, dann bin ich tatsächlich besser, okay, dann bin ich ein bisschen besser geworden als die... Was für Loser! Ihr macht das Spiel die ganze Zeit und ich brauche nur 2-3 Stunden und schon kann ich den ersten Level eurer Zeit schlagen. Was ist denn da los? Nein. Ah, okay, alles klar. Das heißt, die wird erst gezeigt. Das heißt, hier kann überall noch gut was rausgeholt werden. Holy shit. Naja. Okay, alles klar, gut. Dann gehen wir mal kurz back to mission. Und dann gucken wir mal das nächste jetzt an. Das heißt, das sind immer... There you are! Team up with me! Okay. Das heißt, das sind immer... Also 10 Tage, 10 Missionen, also gibt's wahrscheinlich so 100. Plus nochmal die Nebenmissionen. Das ist ziemlich, also wenn das der Fall ist, dann wäre das ziemlich viel. You owe me a coat. Coat. Yellow, quit getting in my way. Come on, White, join me. I'm clearly the cutest choice here. I don't know. I'm pretty freaking cute. Guys, I'm flattered, but this is a competition. I'm not here to make friends. I'd like to avoid any drama. Yeah, well, I totally get you. Drama is the worst. That's why we should all team up, just like old times. 12 Hauptmissionen, eine Menge Bonus. Okay, 125 Level. Jesus Christ. No way. 3's a crowd. I'd rather eat my own pancreas. Ich habe immer noch die Drops zwischendurch in der Bitrate. Am Internet liegt es definitiv nicht. Das habe ich gerade nochmal auf einem anderen Gerät überprüft. Ich nehme mal an, dass ich vielleicht nochmal diesen scheiß TP-Link nochmal aktualisieren muss. Aber ja, das für heute reicht's auf jeden Fall noch. Oh, come on, Vi. You sure? Again, Lone Wolf here. Oh, ich wünschte, ich könnte einfach wirklich durch die... Ich muss mal mit dem Vermieter reden. Ich glaube nicht, dass die mir bewilligen, irgendwie durch die Wand das zu legen. Weil ich muss halt leider wirklich unten... Ich meine, ich könnte es halt ins andere Zimmer, aber dann bräuchte ich selbst von da, müsste ich irgendwie einen Weg finden, das runterzulegen durch die Wand. Das glaube ich nicht, dass es machbar wäre. Also zumindest nicht, dass wir das erlauben würden. Weil das wäre halt das wär die einzige Möglichkeit, wie ich komplette Fehler ausschließen könnte. Oh, okay. See you round, White. Wow, the soundtrack is super. Looks like it's just you and me, bro. Just don't lag behind. Lag. So, dann bin ich mal gespannt, was kriegen wir jetzt für eine Fähigkeit hinzu. Oh, sehe ich die immer? Nee, das war doof.
Das habe ich direkt gesehen, dass das... Warte mal, hier lang. Ah, die Musik ist fantastisch. Das war unfassbar blöd. Das Ding zu holen. Ich glaube, der braucht drei. Okay. Plop, 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 plop. Und der bleibt noch übrig. Der bleibt noch übrig, alles klar, gut. Ach Leute. Warte, was ist denn da los? Jetzt muss ich mich ja noch viel mehr anstrengen. Jetzt muss ich mich ja noch viel, viel mehr anstrengen. Aber gucken wir erstmal, dass ich das Geschenk finde. Wo war das da oben? Frage ist, komme ich hier auch ohne hoch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, da muss ich definitiv so dran kommen. Die Frage ist, hatte ich das da hinten gesehen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass... Okay, da ist das Geschenk. 3. 2. So. Das bringt auf jeden Fall nichts, wenn ich da hochgehe. Die Frage ist jetzt... Hier? Oder vielleicht sogar... Direkt? Ne, wenn ich so den Wechsel mache? Lass einfach mal versuchen. Nein! Das war etwas zu knapp. Dann nehme ich vielleicht an, ich muss zuerst auf eine der anderen Seiten kommen. Ich glaube, auch andersrum komme ich nicht, oder? Also ich muss auf jeden Fall den einsetzen. Ich nehme an, dass das die dickste Abkürzung wird sein, direkt hier rüber zu gehen auch gleich. So, hier die Karte. Du hast keine. Das bringt mir nichts, genau. Das heißt, die Frage, kann ich hier zuerst hin? Ja, das kann ich. Und dann wahrscheinlich hier rüber. Nein! Oh mein Gott. Aber gut. Ja, für gleich schon mal zu wissen. Das ist die Abkürzung. Oh, fuck. Fuck einfach. Voll dran vorbeigeschossen. So, jetzt aber. Na! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Wir sollten alle tot sein. Ja, gut. Ne, ich wäre es nur für gleich wissen, dass ich rausfinde, wo der erste Punkt sein kann. Feel the rush. Alter, der Soundtrack, der ballert so hart. Das war viel zu früh, aber... Das hat gereicht. Hat gereicht, Sixpack. Genau, ich heiße einfach ganz normal Spec Ops auf Steam. So, die Steam-ID ist tatsächlich eine andere, aber zum Glück kannst du problemlos deinen Namen einfach ändern. So, da ist jetzt die Frage. Weil die brauche ich ja auch nicht, ne? So, das kann man auch... Wer fehlt? Oh... Nein, da ist ja noch diese eine Scheißkugel. Ich hab's vollkommen vergessen. Da ist ja noch diese eine Scheiß... Oh. Warte, genau. Den muss ich direkt ausschalten. Ja, genau so. So, das Ding. Den ausschalten. Und dann wahrscheinlich wär's besser... Ja. Alles klar, gut. Dann weiß ich's, wie ich es am besten einsetze. Alles klar, gut. Ja, easy clap, aber das ist kein Problem. Ja, 7, der passt schon. Zwei Sekunden wird echt hart. Weiß ich nicht, ob ich da dran komme. Ihr seid auch, scheiße, Ecke da vergessen. Ihr seid auch echt nah beieinander. So, das müsste... Oh nein, das wäre sogar gut. Es wäre sogar gut, das genauso zu machen. So, hier drauf. Den. Ja, den holen. Eins,
2, 3, 2, 1. Ja! Und? I just keep getting better and better. Fuck! Alter, ihr habt dieselbe Zeit. Ihr habt dieselbe fucking Zeit. Ihr habt euch doch abgesprochen. Ihr habt euch doch abgesprochen. 0,3 Sekunden noch besser. Also ich meine, es wird wahrscheinlich derselbe Weg sein, den ihr gewählt habt. Ja, verdammt. Wahrscheinlich derselbe Weg, den ihr gewählt habt, nur dass ich noch ein bisschen... Okay. Ah. Die Frage ist halt teilweise, wie krass du den nehmen kannst. Irgendwas mache ich wahrscheinlich noch... Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, den Typen abzuschießen. Irgendwas mache ich noch falsch dabei. Ich wollte es halt zu knapp nehmen. So, 1, 2. Björn, genau durch. Ich hab das Gefühl, hier knapper zu machen. Nee, ich glaube, es ist einfach nur die Hardcore-Execution davon, die ihr besser macht. Das war gut. Der war super. I just keep getting better and better. Let's go! Yes! Oh, ihr macht es mir immer noch zu einfach. Ihr macht es mir immer noch zu einfach. Ja, deswegen habe ich mir extra die PC-Version gekauft. Anfrage geschickt. Ah, alles klar, nehme ich noch kurz an. Den Invite. Boah, ich glaube, meine Steam-Liste hat sich allein durch den Stream irgendwie verdoppelt. Oh, so muss das sein. So muss das sein. Alter, 0,04 Sekunden. Das liebe ich. Das liebe ich wirklich. Das ist, Leute, ich habe dieses Feeling seit der Xbox 360 nicht mehr gehabt. Das ist genau das, was ich immer wieder haben wollte. So Highscores miteinander vergleichen auf der Freude. Das ist das halbe Spiel da dran. Reload die Liste? Nein, niemals. Was ist da los? Ich brauch nicht reloaden. Siehst du? Ich sehe da nichts, bist noch nicht wieder drunter. So, solange ich dann nichts mache, ändert sich auch nichts dran. Leute, ich muss mal kurz pissen. Ich mache die nächsten Level auf jeden Fall noch ein bisschen, bevor ich dann pennen gehe. Oder ich werde nicht pennen gehen, aber ich werde noch ein bisschen arbeiten. Ich bin gleich wieder da.
So, da sind wir wieder. Oh. 17 vorne? Ey, verarsch mich doch nicht. Oh, das wird schlimm. Oh mein Gott, das wird schlimm. Ich sehe das schon kommen. Das wird so schlimm, dieses Back and Forth. Vor allem, wenn man noch anfängt, sich die Speedrun-Strategien online irgendwie anzugucken. Oh, okay. This soul card fires like a semi-automatic rifle. Dash horizontally in the direction you're aiming. Oh my god, destroy. Oh fuck. Oh my god. Du brauchst dich nicht mal. Wahrscheinlich ist Springen sogar noch irgendwie detrimental zu dem, was man macht, ne? Okay, der ist interessant. Der wird interessant. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich direkt am Anfang die Abkürzung, ne? Aber erstmal gucken, wo ist das Present? Wahrscheinlich gibt es direkt hier einen. Aber du dashst wahrscheinlich nur. Genau, du dashst nur horizontal. Du kannst nicht irgendwie in eine Richtung zielen. Ist das vielleicht hier noch? Das ist die Frage, ob du direkt was machen kannst, um da durchzukommen. Oh, da. What the fuck? How the fuck do I get there? Ah, so. Okay. Hier hoch. Hier hoch. Möchte. Okay, weiteres für Violet. Gut, dann weiß ich auch mittlerweile für wen. Ich meine, okay, die Farbe zeigt mir dann automatisch, für wen die sind. Die Frage ist jetzt, wie kommst du? Oh mein Gott, kann man da drauf landen? Oh fuck. Das wäre absoluter Giga-Chat-Move, darauf zu landen. Oh fuck, komm bitte. Nein! Ich glaube, da gibt's keine Collision, ne? Oh! It's 'cause I'm the best. Oh, Giga-Chat! Fuck! Oh! Oh! Jesus! Wie? Da musst du aber das so optimiert haben. Ich weiß auch gar nicht, ob es am besten ist, vorher zu springen. Oder wann der beste Moment ist. Oh, fuck. Oh, scheiße. Komma. Schade. Tja. Passiert den Besten, wenn man gegen den Besten spielt. Oh. Here we go again. Ich würde mal gerne wissen, was der Weltmatte mal. Kann ich nochmal zurückgehen? Ah, scheiße, kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich in den Hub reingehe. Du kannst die, glaube ich, erst wieder wiederholen, wenn du sie gespielt hast, ne? Oder? Ah, hier. Was ist denn der Weltrekord? Das ist wahrscheinlich irgendein Gecheate. Ja, come on. Als ob, Leute. Also außer die haben halt irgendwelche Glitches in so einem Scheiß. Oh, einfach schon direkt die Developer über
einfach mal direkt schon mal den Developer überholt. So muss es sein. Ja, rote Medaille. Gefickt. Ausgedrippelt. Eingesagt. Oh, der braucht aber fast das komplette. Wahrscheinlich stirbt er hiermit dann sofort, ne? Warte mal. Hallo? Wie viel Schuss habe ich da? Okay, 7. Die sterben sofort. Du brauchst 1. Oh, 2 davon. 2 davon. Okay, das macht 3 Schaden. Okay, so viel für 3 Schüsse. Einer ist noch da. Okay. Nur mal den Level angucken. Nice. 2. Okay, da werden wieder irgendwelche Shenanigans gehen. Da werden definitiv wieder irgendwelche Shenanigans gehen. Hundertprozentig. Okay, jetzt erst nochmal gucken, wo ist das Geschenk? Direkt da oben. Okay, da werde ich definitiv. Ich nehme an, dass ich von hier aus kommen muss. Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir es so machen, ne? Ja. Easy. Ich sehe dich jetzt schon immer an der ersten Stelle. Oh Gott, das wird schlimm. Das war eben einfacher. Das war eben definitiv einfacher. Okay, den. Wahrscheinlich musst du hier schon. Oh, das verbraucht schon zu viel Zeit, garantiert. Wahrscheinlich muss ich auf den dann. Oh Gott, wenn ich jetzt. Kann ich noch von hier aus? Nein, okay. Jetzt fängt es nämlich an, dass ich Waffen wahrscheinlich wechseln muss. Währenddessen. Okay. Ja, verdammt. Da muss ich definitiv ein bisschen was dazulernen. Ja, verdammt. Weil das kommt noch der Punkt dazu, dann irgendwie eine Taste mehr zu drücken. Ah, verdammt. Oh, schlecht. Richtig schlecht. Weißt du, ich krieg die Ace-Medaille. Ich krieg die Ace-Medaille und denk mir einfach nur so, schlecht, Björn. Schlecht. Richtig schlecht. Vollkommen abgelost. Ich meine, guck dir das mal an. Oh, nee, also 4 Sekunden ist extrem. Ach, scheiße, warte, ich muss wieder zurück. 4 Sekunden ist extrem. 4 Sekunden ist extrem. Da habe ich irgendwas komplett übersehen oder eben die Execution davon muss noch krasser sein. Dasher, okay. Weil ich meine, Leute, das waren 10 Sekunden, ne? Oder? Ja, das tut doch weh. Durch Gegner durchdashen. Oh! Warte, wirklich? Ah, oh, vielen Dank dafür. Ah, natürlich. Natürlich, aber da ist der. Ja, da ist der Easy. Die Abkürzung. Ja, verdammt, ich hätte wechseln müssen. Aber gut zu wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den. 1, 2. Verdammt! Nicht reingekommen. Ja. Das sind auch 9 Schuss. Okay, 1, 2, 3, 4, 6. Ja, du machst einen Mumpitz. Vor allem, weil das. Schon besser. Aber immer noch crap.
immer noch absolut crap gegen die Zeit. Die Execution muss so viel besser sein. Das ist wirklich, das ist das Spiel, was mich dazu bringt, mit Maus und Tastatur besser zu werden. Ich kann es nicht glauben. Ich hab's endlich gefunden. Ja, fuck. Okay. Nee. Nope. Schon verkackt. Du Vollhorst. 1, 2, 3, 4, 6. Den. 1. Warum war... Ich hatte, glaube ich, einen komplett verschossen leider zuerst. Das kann sein. Ja, du musst nämlich da... Okay. Ich weiß, dass ich das schneller machen muss. Aber das ist wirklich... Also ich glaube, First Place kriege ich hier nicht. Aber ich will zumindest deutlich näher dran sein. Das ist halt so, dass vor allem du kriegst halt nur den, ne, du brauchst halt einen Schuss mehr. 1, 2. Den. War schon besser. Zweiter Platz. Aber es ist, Alter, es ist eine Sekunde einfach. Das ist eine Sekunde noch. Was machst du? Machen Headshots mehr Damage oder gibt es Crit Spots? Oh, das wäre natürlich, ne? Dieses Game ist. Das ist wirklich. Also. Ich will es noch nicht so früh sagen. Einfach weil ich noch relativ am Anfang von diesem Spiel bin. Aber bisher hat das einfach die härtesten Goaty-Vibes für mich. Also bisher hat das einfach mal mit Abstand die härtesten Goaty-Vibes, die ich bisher gehabt habe dieses Jahr. Also ich glaube, kein Spiel, was ich aus diesem Jahr gespielt habe, hatte mich von der ersten Sekunde an bis jetzt so durch. Also am Ende mache ich Godspeed zweimal und dann Elevate. Headshots machen nicht mehr Schaden. Das hätte mich auch gewundert, ehrlich gesagt, bei dem Spiel. Aber ich meine, am Anfang, ich kann nichts anderes machen, so Elevate hier durch. Aber das heißt, du bewahrst dir Elevate auf dafür. Ja, das ergibt doch eigentlich mehr Sinn, wieder drauf zu wechseln, oder? Ja, verdammt. Warte mal, hier rausbleiben. 1, 2, 3. So, das heißt, ich kann den eigentlich nicht töten. Beziehungsweise. Oh, du könntest natürlich. Oh. Ich will das nochmal kurz langsam testen, ob das ginge. Das heißt, wenn ich hier perfekt, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein. Dann könnte ich sofort den töten. Wechseln. 1, 2. Ginge das? Oh! Warte mal, wen habe ich vergessen? Where? Oh, die brauchen... Nein, okay, die brauchen zwei. Die gehen gar nicht mit. Ne, das heißt, wenn ich hier drauf gehe, 1, 2. Oh, dann könnte ich halt hier drauf. Und dann wechseln, 1, 2. Dann ginge es. Es fühlt sich für mich wie das Optimale an, aber dafür müsste ich natürlich noch schneller sein wahrscheinlich. So, 1, 2. Oh, fuck. Ja, verdammt.
Also das ist evil. Nee. Es fühlt sich wie der optimale Verlauf an. Aber... Oh. Ich bin nicht mal schneller als die vorige Zeit, wenn ich drauf gucke. Scheint nicht wirklich schneller zu sein. Nee. Ich scheine nicht wirklich schneller zu sein dadurch. Ich komme aber gerade auch nicht mehr an meine Zeit ran. Mein zweiter Platz ist okay. Zweiter Platz ist okay, aber das ist crazy. Verdammt. Ich glaube, das könnte das... Das ist halt die Frage, ne? Ob ich dadurch vielleicht auch was gewinnen könnte. Ja, verdammt. Nee. So. 6. Den. Ach, verdammt. Der muss halt, der zweite Schuss muss halt genau sitzen. Der zweite Schuss, der muss genau sitzen. Zehn Sekunden. Okay, damit gebe ich mich erstmal zufrieden. Ich bin unter 11 Sekunden gekommen. Ich bin unter 11 Sekunden gekommen, das ist schon mal gut. Du musst beide Godspeed-Karten nehmen, dann Dash und Elevate zum Schluss auf die Plattform. Ist das so schneller, als wenn ich zuerst auf Elevate gehe? Ja, verdammt, warte. Das war Execution-Fehler. Ah, verdammt. Okay, gucken wir mal. Nee, das war zu schnell. Das war zu schnell die Karten gedrückt. Ein bisschen. Oh! Oh! Oh nein! Und du hast es nochmal verbessert, oder? Du hast es nochmal. Das war doch 10-2 irgendwas vorher. Okay, aber ich glaube, so kriege ich's. Okay, komm. Die Frage ist halt, was kann ich am Anfang noch machen? Ja, verdammt. Nee, da bin ich schon hinterher. Ich bleib halt kurz hängen. Ich weiß nicht, was ich teilweise gerade anders gemacht habe irgendwie. Ich komme zumindest so reliably unter 10. Nee, das war blöd. Oh, das wäre es vielleicht gewesen.
I just fuck! Better and better. How? Weißt du, kannst du mich wenigstens einmal kurz drankommen lassen? Kannst du mich wenigstens einmal kurz drankommen lassen und nicht noch weiter weggehen? Weißt du, ich will doch einfach nur mal kurz so Hände schlafen. Du kannst danach gerne wieder vorbei. Oh, frustrierend. Eine Form von, ich zähle das als eine Form von Stream-Sniping. Jetzt habe ich die Oh mein Gott, da ist die Entwicklerzeit gerade. Okay, warte, ich versuche noch. Ich weiß halt nicht, was vor allem an der Execution da noch viel besser gemacht werden kann. Unter 10. Fast unter 10. Holy shit. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich unter den weltweit 1000 Besten bin. Oh. Hervorragend. Absolute Perfektion. Weißt du, auch nur so pusht man sich, finde ich. Weißt du, man braucht einfach so, dass man sich gegenseitig mit den Zeiten irgendwie pusht. Weil ich hätte, glaube ich, längst bei 10 aufgehört. Ich hätte, glaube ich, jetzt nicht noch versucht, auf die Zeit zu kommen und das zu machen. Aber ich merke wirklich, dieses Spiel hilft mir dabei, besser in First-Person-Shooter am PC zu werden. Ja, und das ist definitiv auch ein Spiel, wo ich halt auch sofort sage, okay, alles klar, das will ich jetzt auch gar nicht, das will ich mit Controller gar nicht mehr anfassen, weißt du? Jetzt gehöre ich zum Club. Das ist das erste Spiel, wo ich auch so, nee, komm. Bleib mir mit deinem stinkenden Controller weg. Das da kann ich doch nicht meine Freundesliste mit dominieren. Das geht doch nicht. Oh. Okay, alles klar. Lass mal die. Ich will noch mal gucken, ob ich eine Nebenmission von ihr noch kriege. The believers are so rude. It's a good thing you're here, White. Or Ich will noch mal sehen, wie die. Weil ich krieg, glaube ich, wieder. In wie vielen? Warte mal, wo sind wir jetzt? Doch, Sidequest unlocked, ja. Bin ich mal gespannt, was das für ein crazy shit ist. Als nächstes dann Warzone Streams. Nein, das nicht. Das ist die Sache. Ich bin unfassbar kompetitiv für solche Sachen. In diesen direkten Competitions irgendwie, ich weiß es nicht, aber gerade bei solchen Sachen, die so deterministic sind, auch ganz schlimm, ich hätte gerne nochmal so ein Highscore-Spiel mit Freundeslisten, ne, so Geometry Wars, das wäre, glaube ich, richtig geil jetzt auch für so Stream-Sachen. Okay. ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war. Ah, die Herausforderung ist nicht zu hoch zu bringen. Hochzugehen. What the fuck? Ah, genau, da musste ich das Tempo mitbringen. Ah, da gab's den. Das habe ich zu spät gesehen. Da gab's den. Da habe ich schon den Doppelsprung durch den Gegner gehabt. Die Sachen finde ich so geil, ne? Das sind so geile Nebenmissionen. Ja, genau, den. Was ist denn? Das habe ich noch gar nicht gehabt. Stomp Soul Card. This Soul Card fires like a submachine gun. Stomp on the ground to create a large blast that destroys most demons and breakable objects. Okay. Gut, dass ich das vorher noch nicht hatte. Wait, den muss ich töten, ne? Weil ansonsten will ich in die Luft fliegen. Okay, drei Stück. Eins. 2, 3, easy.
Easy. Hier rein. Hier rein. Ah. Oh. Zu einfach. Zu einfach. Ich bin einfach zu gut in diesem Spiel geworden. Oh. Okay, das heißt, bei 5 geht's dann wieder weiter. Das ist gelockt. Oh, Level 85. Es gibt einfach noch so viel. Warte mal, lass mal kurz in meinen Raum gehen. Da sehe ich das ja in dem Buch, ne? Was ich auch aktuell habe. Ah, das heißt, hier kann ich dann noch ihre Sidequests anfangen. Oh mein Gott, das ist ja noch viel schlimmer. Oh mein Gott, das ist ja noch viel schlimmer. Oh, ihr Bastard. Oh, scheiße. Conversation, Memories. Oh, die kannst du auch. Oh, das ist cool. Das ist cool, dass die auch alle abgespeichert sind, dass du die nochmal machen kannst. Und Memories nehme ich mal an das Letzte, ne? Das ist dann quasi so, dass man sieht, wie man eben vorher zusammen in der echten Welt war. Sidequest danach. Also das heißt 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Und bei ihm habe ich 4 Pakete. Das ist das Bier. Bei ihm habe ich gar nichts. Brass habe ich einen. Für Fragezeichen habe ich welchen und für sie habe ich 4 Sidequests. Dann würde ich mir auch mal gerne ansehen, ob die Sidequests von denen dann auch unterschiedlich sind. Hier ist sie, in der Bar. Dann würde ich mir das nämlich mal ansehen. Mhm. Ja. Ich meine, jetzt muss ich halt 2 geben, das erste Mal für den Dialog und das zweite Mal für die Sidequest, ja. Ich meine, ich könnte auch 2, oder? Warte mal, 3, 4 habe ich dann insgesamt, das heißt, da könnte ich sogar eine zweite noch freischalten. Come on, White, you can cut through demons, you can cut through this awkward tension. So, I've been thinking about what you said when we first met. Wait, no, not this. You're gonna scare her off. Now, I don't know if you were joking or not. Don't even say it, dude. But I have to ask. You want to know if we were a thing in the past? Here's the deal. I'll tell you. If you can make me laugh. Seriously? Watching you sweat figuring out how to talk to me is one of my few joys in this place. I won't let you go off it for free. Now I'm just surprised you're willing to let it go for something as cheap as jokes. I'll have your side splitting in an instant. All right, big boy, you've got one shot. I'm okay. Waiting. Hold up. How did it go again? Oh, yeah. Okay, you're gonna love this one. Did you hear about a pair of thieves who stole a calendar? They each got 6 months. Oh. White. That's a terrible joke. Resorting to humor from a children's book of jokes is the lowest of low, White. Doesn't matter, still got you laughing. You better hold up the end of the bargain. Sorry, no can do. Ironic laughter is only worth half the price. Don't play fair, Red. I don't, but I hope you keep playing regardless. Das ist irgendein Bug oder so, dass die Sachen nicht richtig abgeschlossen werden, habe ich das Gefühl. Dass ich teilweise nochmal extra auf Forward drücken muss, um da durchzukommen. Weil es ein normaler Klick nicht macht. Ich bin wirklich mal gespannt, ob die. Das wäre sehr cool, wenn die Sidequests auch bei allen irgendwie anders sind. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das irgendjemand eine Sidequest hat, die mehr auf Combat ausgelegt ist. Master each Souls Cards discard ability to complete Red Sidequest. Okay. Aber ist das bei der anderen nicht auch so? Wow. 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 Okay. Okay. Jesus. Alles klar. Ja, hier. Here we go. Easy. Easy. Easy Mode, I guess. Okay, fuck. 1, 2. Aha. What the fuck? Okay, warte, das muss ich mir. Oh, fucking hell. Okay. Hier durch. Hier. Den.
10. Oh, ja, easy. Gar kein Problem. First fucking try, baby. Ja, das hat schon was Eigenes. Das hat schon was Eigenes. Nein! Ich hab daneben geklickt. Aus dem Fenster rausgeklickt, so passiert das. Okay, für dich habe ich nur ein Geschenk, aber für ihn habe ich, glaube ich, mehrere, ne? Gucken wir mal, wie seine Sidequests sind. Ja, 4 Stück sollte ich auch eine freischalten. Ich bin jetzt unter 10 Sekunden. Oh. Ich sehe schon kommen, dass ich dieses. Das Schlimme ist, dass ich jetzt am Donnerstag weg bin. Für eine komplette Woche. Ich bin vom 23. bis zum. Vom 23. bis zum 30. bin ich nicht da und ich werde meinen PC nicht mitnehmen. Das heißt, ich habe jetzt keine. Das ärgert mich gerade richtig, dass ich eine Woche nicht Neon White spielen kann jetzt. Was für ein Scheiß. Oh, fuck. Weißt du, ich sehe das schon. Ich werd jetzt wahrscheinlich morgen auch noch ein bisschen davon spielen, garantiert. Ich sehe das, ich komme dann nachher zurück, Ende des Monats. Und ich bin einfach überall 5., 6., 7. Platz oder so. Und dann machen wir Aufholstream. Dann machen wir einen fucking Aufholstream. Mit Steaks. Weißt du? Oh. Sure, they don't serve any of the real stuff, but it's the vibe that keeps them coming back. The vibe, huh? Yeah, it's like, we're at a party of heroes in one of those dope taverns you see all the time in JRPGs. I don't mean to be that guy, but the aesthetics of a tavern are vastly different to this dingy little bar. Also, we're no party, we're just two people in competition with another. Yeah, but it's still fun to think about an alternative universe where we've partied up to kill dragons and gnomes instead of demons. What are you talking about? What's with you and gnomes? I'd like to be a freaking axe-wielding barbarian. Violet would be like a weird little goblin rogue. And you'd be our healer. Excuse me? A healer? Have you seen my sword? Yeah, but every party needs a healer. Then make Violet the friggin' healer. No way, she'd be terrible at it. I'm a goddamn paladin, not a stupid healer. Man, I don't know why healers get such a bad rap when they have the most important responsibility of all. Keeping the bros alive. Like, if anything, they're the real heroes. Kann ich definitiv bestätigen. Nach meiner Zeit mit Final Fantasy XIV, Heiler definitiv die sind die wichtigsten. Ah, heroes that get no glory. Maybe healers should go on strike. Yeah, maybe they should. Maybe that's what I'm doing in your little alternate universe, leading the healer strike. Wait, no, if you're doing that, then no one's healing us. Sounds like a personal problem to me. Ice cold. Ich muss sagen, großer Fan von den Dialogen in dem Spiel bisher auch. Sehr, sehr, sehr großer Fan. Ich meine, ich mag das immer auch, wenn die, wenn Charaktere einfach zu lesende, ne, auf der Oberfläche, einfach zu lesende Persönlichkeiten haben. Wo du es halt sofort so einen bestimmten Trait zuordnen kannst. Und das dann eben auch genutzt wird, dass die Charaktere gut miteinander interagieren. Und das kriegt das Spiel auf jeden Fall hin. Just wait till you try the ice cream. Deswegen, das ist immer mein Kritikpunkt, den ich habe, wenn Leute irgendwie kritisieren, oh, dieser Charakter ist der und der Trope und bla 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 und sonst was. Weil ich finde, das ist einfach so ein absolutes Non-Argument. Weil es halt wirklich dabei helfen kann, die Charaktere und ihre Funktion einfach zu verstehen und B, dass eben du als Autor viel, viel leichter mit ihnen interagieren kannst. So, bin ich mal gespannt, was hast du denn? Hat der Dude-Bro mehr Kämpfe oder? Bin mal gespannt. Sidequest unlocked. Let's fucking go! Neon Piss Yellow. Deswegen muss ich auch sein Pissbier immer bringen als Geschenk. Das ist Bier, das ist keine Jalapeno-Popper. What? Wo? Oh. What? Also, wirklich mehr Kämpfe? Are banned? Aber das heißt.
Okay. Wait. Okay, das ist cool. Das. Oh Jesus. Das gibt dem Ganzen schon. Das gibt ihm schon direkt ganz anderes Feeling in diesen Leveln. Ich muss wirklich sagen, das erinnert mich. Das Spiel erinnert mich in der Designphilosophie tatsächlich auch an irgendwie Nintendo-Titel oder so. Dass hier wirklich versucht wird, alles Mögliche aus diesen Mechaniken rauszuholen, was du eben auch Mechaniken hast, die mehrere Sachen, die mehrere Funktionen gleichzeitig haben. Plus dann eben auch noch mit diesen Limitationen zu arbeiten. Ja, ich glaube, das war das Problem, weil ich gerade eben am Anfang den, Wow, Björn. Wow! Weil ich die Schüsse verschwendet habe. Ich hätte eigentlich wissen sollen von der vorigen Erfahrung, dass das nichts bringt, aber... Okay, zwei, drei Schuss brauchst du auf jeden Fall dafür. Ja, den sofort tot. Jetzt haben wir noch 53. Das sollte auf jeden Fall easy gehen. So, den. Hier waren drei Stück. Ah, du kannst aber auch direkt das... Oh mein Gott, ja, fuck. Ja, ich kann auch das Glas kaputt machen und dann fallen die sofort in den Tod. Das Problem ist nur, ja, dass wenn ich da auch drauf landen soll, dann, das ist ein... Warum? Ich war gerade so, hey, wait a minute, warum? Warum habe ich das nicht geschafft, da drauf zu landen? Ja, Leute, ich finde, ihr solltet euch alle Neon White holen. No excuses. Ja, den. Nein, Björn, zu gierig. Warum ist es jetzt eh nicht so, als ob ich das jetzt im ersten Anlauf direkt auf Zeit spielen würde? So, durch. Da hoch. Den genommen. Hier lang. Es gibt ja noch ein paar andere Neons, ne? Das heißt auch noch wahrscheinlich weitere Nebenmissionen. Oh! Okay, man kann es doch trotzdem schaffen, das Ding zu zerstören. Nice. 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 Oh, hervorragend. Das war cool. Das war wirklich cool als Zeitmission. Du musst die Dämonen nicht besiegen in den Sidequest? Sind die einfach nur... Ach so, die sind einfach nur als Hindernis da. Ah. Ah. Ja, ich hab Lust, das Next... Also wenn ich zurück bin... also quasi dann in der ersten Juliwoche oder so. Ich habe Lust, das mit ein bisschen Steaks nochmal zu streamen. Ich hab Lust, das nochmal ein bisschen Steak, mit irgendwie ein bisschen Steaks zu streamen oder so. Weißt du, wenn ich mir das jetzt angucke, ne, gehen wir jetzt nochmal beispielsweise hier in das erste Ding rein oder so. Da gibt's noch so viel zu holen, ne? Aber ich habe nirgendwo mehr... Oh Leute, fickt euch doch. Fickt euch doch. Ich hab nirgendwo den ersten Platz mehr. Das tut weh. Warte mal, wo war das hier? Purify, das mit den 11? Das tut weh. Das tut einfach... Weißt du, fünfter Platz und ich bin aber trotzdem nur eine halbe Sekunde vom ersten entfernt. Das tut wirklich weh. Weißt du, vielleicht sowas irgendwie auch in der Art für jeden... Weißt du, für jeden Level, wo ich es nicht schaffe, den ersten Platz zu erreichen. Ich weiß nicht, das würde zu lange dauern, glaube ich. Aber quasi jeden Level, wo ich nicht den ersten Platz erreiche, irgendwie so ein Gifted Sub oder so rausgeben. Irgendwie so ein Scheiß.
Aber ich meine, es müsste für mich auch, ich weiß nicht, muss es für mich was zu gewinnen geben? Ich glaube einfach nur die Tatsache, dass ich dann nichts verliere, wäre, glaube ich, Gewinn genug. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Ich will auf jeden Fall irgendwie das ein bisschen mit Stakes haben. Skill Issue. Zum Beispiel das tut auch weh. Das tut auch einfach weh. Vor allem, das ist nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Was haben wir hier? Ja, da bin ich noch was gut hinterher. Hier habe ich noch ersten Platz. Hier habe ich noch ersten Platz. Bei nicht viel? Nicht viel, aber ich habe noch einen ersten Platz. Wenigstens einen. Weißt du, wenigstens einen ersten Platz habe ich. Aber ich hätte schon Bock, in dem ganzen Spiel zumindest überall rot zu holen, ne? Ich glaube, das wär schon wünschenswert, überall rot zu holen. Müssen wir mal gucken. Genau, Leute, addet euch gerne gegenseitig, ihr seht's ja hier, addet euch gerne gegenseitig in der Freundesliste oder so, oder schreibt's gerne in den, kommt gerne in den Discord oder so, da könnten wir das auch austauschen, entweder in dem PC-Discord oder für Multiplayer oder so, da könnt ihr auch gerne eure Sachen reinposten und gegenseitig. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Leute auf der Liste generell. Aber ja, ich glaube, das wär's für mich heute. Erstmal kann sein, dass ich gleich noch ein bisschen privat spiele, aber ich muss jetzt noch mal ein bisschen was Abendessen und Videos vorbereiten. Weil ich habe noch, warte mal, wie viele Audios sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe gestern 7 Audios noch für Videos aufgenommen, die ich noch verarbeiten muss. Also ich will die Sachen noch fertig kriegen, bis ich am Donnerstag fahre. Und dann sind nämlich die Inhalte für die nächsten anderthalb Wochen dann fertig. Aber ja, zu Neon White werde ich definitiv irgendwas machen auch. Zu Neon White wird definitiv, also eine Review wird auf jeden Fall kommen, wenn ich damit durch bin. Vielleicht schaffe ich das noch bis Donnerstag, die fertig zu machen. Oder zumindest das Spiel so weit zu spielen, dass ich dann in den kommenden Tagen was dazu machen kann. Ich will auch eigentlich noch das Shredder's Revenge oder so spielen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht streame ich das morgen nochmal ein bisschen. Come back anytime. Benetika, vielen Dank für den Follow. Einen wunderschönen Abend noch. Genau, das soll's gewesen sein. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch gerne das aktuelle Video auf dem Zweitkanal an, Speckobstler, zu den teuersten PlayStation 2 Spielen, was ich gemacht habe. Und morgen streame ich das bisschen Superstar Saga, das wurde sich gewünscht. Mario & Luigi Superstar Saga, Game Boy After Noon, 16 Uhr. Und vielleicht werde ich im Anschluss das Shredder's Revenge, das Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel, auch ein bisschen was streamen. Das habe ich bisher noch nicht gespielt, aber ich glaube, das würde sich ganz gut eignen für einen Playthrough. Vielleicht warte ich auch bis dahin, das zu spielen, dass wir das noch dann morgen machen. Genau, aber ich wollte ja eh ein Video zu machen und dann kann ich es auch im Stream dann durchspielen. Warte, bist du... Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, auch mit den Waffen, die es noch gibt. Aber das ist bisher hat das wirklich das GOTY-Kandidat für dieses Jahr. Aber ja, hat mich auf jeden Fall gefreut. War ein super Stream. Vielen, vielen Dank für die großartigen Herausforderungen. Da habe ich auf jeden Fall Bock, das nochmal, wie gesagt, wenn ich zurück bin, spätestens Anfang Juli, nochmal einen Stream zuzumachen und versuchen, eure Zeiten zu besiegen. Ich glaube, da könnten wir was Lustiges draus machen. Aber ja. Alles klar, Leute. Euch eine gute Nacht. Und morgen 16 Uhr. Und dann geht's auch ein bisschen was länger. Bis dann. Bye, bye.